Ja, das haben wir nicht gereiht, mit dem Rettich und einem feinen Wurstgerichtchen haben wir. Das mag man keine ganz so feine Angelegenheit. Also schauen wir mal, heute noch was geht da. Löffel, Messer, Gäbel. Und damit ein recht süffiges Servus an die Empfangsgeräte da draußen, quer über die Republik. Ja, ihr habt schon gehört, wir befinden uns heute im Modus. Im Modus Bairus, wie die alten Lateiner sagen. Ja, heute eine kleine Spezialfolge. Eigentlich, wisst ihr natürlich, ihr habt es mitbekommen. Ich sag's nochmal, Hauke war hier. Wir haben mit Hauke Pen and Paper gemacht. Hauke war krank und wir hatten große Pläne mit Hauke. Hauke hatte einen ganzen Sack mit geilen japanischem Naschkram im Flugzeug mitgeführt. Und eigentlich wollten wir in der Zeit, in der hier bei Rocket Beans war, eine richtig schöne Verkostung von so geilem Nippon-Kram machen. Die Krankheit kam dazwischen. Und wir haben überlegt, was können wir stattdessen machen? Und haben uns gedacht, bleiben wir international und widmen uns bayerischen Spezialitäten. Denn das Oktoberfest, das ist ja vor kurzem gewesen, hat den Vorteil, dass es vorbei ist, dass man die meisten Produkte, die teilweise saisonal speziell zu diesem Anlass in die Discounter-Regale kommen, teilweise auch ganzjährig verfügbar sein, hat den Vorteil, wenn es vorbei ist, gibt es die meisten Produkte billiger. Ja? Weil das Mindesthaltbarkeitsdatum kurz vorm Exitus steht. Deswegen widmen wir uns heute quasi bayerischen Oktoberfest-Spezialitäten. Und ihr müsst schon mal gleich verzeihen mir, ihr habt das ein bisschen, ja, ihr werdet euch genauso auf den Sack gehen. Mit meinem Dialekt, wie hier den Leuten, die hier in der Firma für mich arbeiten tun. Weil, ich muss ein bisschen so drin bleiben. Ihr könnt euch gerne darüber beschweren tun. Könnt ihr gerne hier, das ist das Sorgentelefon, da könnt ihr beim Kommissariat Windlechner anrufen und sagen, hey, was soll das? Das ist überhaupt gar nicht der Akzent, wie spricht denn der Fischkopf da? Das ist mir alles einerlei. Ich werde heute mich selber in den Modus bringen. Optisch bin ich es schon. Wir kosten die feinsten Angelegenheiten und ich weiß, ich sehe die Uhr, da oben steht sie, sie tickt gnadenlos runter. Wir haben diverse Spezialitäten, die wir heute probieren wollen. Also, wir haben Sachen für den Ofen, Laugenstangen, wir haben eine Brezelpizza, TK-Ware, weiß der Experte. Wir haben Dinge für die Pfanne, Leberkäse, oh, ich liebe ihn. Wir haben Fleischsalat, wir haben Weißwurst, wir haben Trockenspätzle. Wir haben wirklich diverse Angelegenheiten, die so ein wenig uns ein bisschen bayerische Zunft oder vielleicht auch bundesdeutschen Genuss auf den Teller bringen sollen. Und deswegen stellen wir uns dann auch an der Tafel heute die Frage, stellt euch vor, jetzt so je nach Alter, ihr seid im Schüleraustausch, ihr wollt international werden, ihr wollt Deutschland repräsentieren im Ausland. Stellen wir uns die Frage, welches von diesen Produkten ist gut geeignet, Deutschland sozusagen zu repräsentieren, so wie ich es gerade für alle internationalen Zuschauer authentisch tue. So, ich schalte den Ofen an und während ich den Ofen anschalte, würde ich sagen, ihr guckt euch ganz schnell einen richtig coolen Spot an und dann sind wir gleich wieder hier bei Löffel, Messer, Gäbel und dem Ortsaufsicht-Spezial. Ja? So. Bock auf das perfekte Action-RPG für dein Handy? Dann aufgepasst! Mit Dungeon Hunter 6 erscheint endlich ein neuer Teil der Mobile Hack'n'Slay-Reihe. Und das ist ein ziemlich fettes Looten- und Level-Paket. PvE und PvP-Spielmodi, Gildenkriege in Echtzeit und über 100 einzigartige Bosse, die mehr sind als reines Schwertfutter. Denn hier kannst du die erlegten Bosse nicht nur looten, sondern auch anschließend als Mitstreiter beschwören. Monatlich aktualisierte Klassen, individuelle Reitgefährten sowie eine flexible Kampfsteuerung mit Dodges, Combo und Ausweichrollen runden die Fantasy-Schlachtplatte ab. Die frischen Animationen hieven die beliebte Serie auch optisch auf ein ganz neues Level und ermöglichen super flüssige Kämpfe auf deinem Mobilgerät. Also, lade dir Dungeon Hunter 6 jetzt kostenlos auf Android oder iOS runter. Benutze den Link in der Beschreibung oder scanne den QR-Code, um das Special Starter Pack im Wert von über 50 Euro zu ergattern. Und mach unbedingt beim Launch-Event am 15. Oktober mit, wenn du Bock auf geile Preise hast, wie das iPhone 15 Pro Max oder eine PS5. Ja, habe die Ehre, wir sind wieder hier. Ne? Wir haben unser kleines Ortsoft-Spezial haben wir hier. Und bitte verzeiht mir, ich weiß, ich gehe euch damit jetzt schon auf den Sack teilweise. Ihr fühlt euch verunglimpft, ihr wollt wegschalten. Ich muss kurz eben noch ein bisschen in meine Historie zurückgehen. Mein bayerisches Bild, also das von Bayern, in der Zeit, wo ich groß geworden bin, ist maßgeblich geprägt
von drei Dingen. Als erstes kam natürlich Meister Eder und sein Pumuckl. Ihr wisst schon, das hatte so eine richtig schäbige Hinterhofromantik, wo du immer das Gefühl hast, alles ist irgendwie ranzig, Leute mit Kitteln stehen da auf der Straße und machen den Dreck von der weg. Überall kacken die Hunde hin, dann gibt's dieses Wirtshaus, beschlagen vom schwitzigen Geist der schaumbesetzten Oberlippenbartmänner, die da am Stammtisch hocken. Also das ist das eine Bayern und natürlich zwischen allen dieser Meister Eder in seiner heimeligen Werkstatt. Aber alles so ein bisschen so, ja, wo ist ja netter. Auf vier Dinge sind's. Da gibt's natürlich noch Heidi, ist klar. Heidi ist aber so ein bisschen, ist ja eigentlich so Alpenromantik und weniger jetzt streng bayerisch. Aber auch da muss man sagen, natürlich Ziegenpeter, der grummelige Großvater mit seinen Holzklotschen, der dann da irgendwie so einen schäbigen Käse angerührt hat. Oh, hat mir auch nicht so krass connected. Dann gab's das nächste und das hat richtig krass connected. Bud Spencer, der Bomber, wer kennt ihn nicht? Ein Klassiker. Da gibt's diese legendäre Szene, wo der Bomber und sein Boxteam, Bud Spencer und seine Boxmannschaft, gegen GIs, das sind die Bösen natürlich, die da irgendwie stationiert sind. Ich weiß gar nicht, in welchem Land das stattfinden soll, aber sie prügeln sich in einer Kneipe. Und in dieser Kneipe gibt's so eine Trachtengruppe, die da euch so, ne, so hinter, und die machen halt den schönen Schuhplattler und das ganze Gelumpe. Und danach gibt's eine wunderbare Schlägerei. Und diese Szene ist einfach großartig. Und als viertes, ein paar Jahre später, dann natürlich im Privatfernsehen, Samstagabends, die Lederhosenfilme. Das ist das Bayern, was bei mir jahrelang das Bild des Freistaats geprägt hat, bis ich dahin gezogen bin und mitbekommen habe, ach so, es kann auch ganz schön sein. Gut, das kurz zu mir und warum ich mir auch einfach rausnehme, so richtig großkotzig mit diesem Erfahrungsschatz, der sehr limitiert und stereotyp ist, euch diese Sendung entweder zu versüßen oder auch zu versauen. Könnt ihr selber entscheiden, aber ich tue das einfach. Denn für mich sind das hier auch viele Stunden. So, erste Frage ist natürlich. Ja, ich mache jetzt einfach Ober- und Unterhitze hier an. Das ist das Symbol. Du hast nicht mehr, kannst nicht sagen, was trink ich Bier. Trinkst du mir Fleischkaffee, sag ich dir, oh nee. Geh mal auf Shuttle raus, sag ich dir, Schatz, zieh die aus. Sagst du mir, was soll ich tun? Ich würd gern nur aus hier ruhen. Sag ich, Schatz, das kann nicht sein. Bitte steck das Strumpferl ein. Sag ihr gern in Stadtteil raus. Und da gibt's auf einen Schmaus. Laugenstangen zum Beispiel haben wir hier richtig viel. Auch die Brezelpizza, klar, ist der supergeile Star. Hier haben wir den Fleischsalat, echt gemacht nach Münchner Art. Und die schönen Leberkäs, meine Güte, das wäre was. Ja, ich war nicht ganz im Rhythmus, aber ihr habt schon, ich glaube, wir haben die Idee schon verstanden. Vielen Dank. Mit ein bisschen Glück, dann vielleicht ja auch bald mal hier einen guten Freund von mir hier. Wie heißt der noch? Der Typ, der da im Achterbahnpark immer sonntags da mit der besten Laune überhaupt das wunderbarste Publikum der Welt begrüßt. Ah, hier, der nicht der Silberrücken, der, wie heißt der da? Der andere, der Trompeten-Stefan. So, Grüße gehen raus. Wir kennen uns nicht persönlich, aber vielleicht lernen wir uns ja mal kennen, wenn du mir mal einladen tätst. So, ich komme komplett raus, sorry, ich bin hier, eigentlich wollte ich das gar nicht, es ist ja kein Moin Moin, es ist Löffelmesser Gäbel, es ist die Sendung der kulinarischen Fragen, der wissenschaftlichen Ansätze und vor allem natürlich der Frage, welches von diesen Gerichten schmeckt und welches dieser Gerichte bla bla bla. Wir fangen einfach mal an, all die Goldähren-Laugenstangen. Laugenstangen haben wir diverse, das sind diese hier, 8 Stück. Zum Glück. Und dann haben wir natürlich noch die Grafschafter Laugenbrezel. Das sind die vom Konkurrenten. Von Lidl. Nein, wir reden nicht von Konkurrenz hier in der Sendung. Wir reden natürlich von Mitbewerbern. So wie sich das gehört. Aber ich muss mal ganz kurz sagen. Hast du es? Ich habe hier so eine kleine. Also eine Querzapfen, wo wir hocken hier in der. Jetzt ist es besser. So, also, wir haben diese Brezel-Varianten. Was haben wir hier? Leberkäsbrezel. Das schaut gut aus. Die machen wir als erstes. Da muss dieser räudige Ofen natürlich erstmal richtig vorheizen. Ich weiß gar nicht, wie viel, worauf. Heißluft, Ober-Unterhitze 220 bis 240 Grad. So, dann gucken wir doch mal, ob wir das hier hinkriegen. So, jetzt habe ich ja Ober- und Unterhitze, habe ich ja schon angestellt. Angestellt, sagt man natürlich. Ja. Ich weiß so genau, wie Leute da sitzen und leiden und dieses semi-professionelle bayerische Sprechen von mir so richtig jetzt schon mich dafür hassen. Und wisst ihr was? Es ist mir gerade scheißegal. Es ist mir scheißegal. Ich weiß, don't mess with. Ach, das ist doch scheiße. Wer hat denn den hier schon wieder vorbereitet? Wieso wurde denn das Backblech nicht auf diese Auszugsschienen gelegt, Mann? Mensch, echt. Himmelarsch. Wahrscheinlich, weil es nicht draufpasst. Doch, geht doch hier. Michi. Mann, der.
So. So wird nämlich was draus. Also, wir machen jetzt natürlich nicht alle. Das wäre ja auch verschwendet, nicht den Lappen drin liegen lassen. Wir machen jetzt nicht alle, wir gucken uns das an. 220 bis 240 für die Aldi-Gold-Ehre und die Grafschafter natürlich auch. Beide sind in Nutri-Score mit einem C ausgezeichnet. 870 Gramm versus 818. 10 Brezeln wegen versus 8. So, das Lebendgewicht hier ist schon mal amtlich und anständig. Und auch hier steht selbstverständlich drauf, dass 220 Grad die Temperatur zum Glück sind. Circa 10 Minuten. Die tiefgefrorene Brezel auf dem Backblech ausgelegtes liegen. 10 Minuten bei Timber haben wir gemacht. So, die Brezeln anschließend mit dem beigelegten Hagelsalz bestreuen. Hagelsalz. Das ist natürlich auch schon wieder, das gefällt mir. Hagelsalz, jetzt hole ich mir doch mal so ein Blech hier raus. Weil Hagelsalz, ich wusste nicht, ist das der Fachbegriff Hagelsalz für diese wahrscheinlich grobkörnige Salzvariante? Das klingt sehr, sehr gut. Wie klingt es denn hier? Erstmal auf einen Back auslegen. Laugenberg 10 Minuten Raumtemp, das gleiche. Aha, hier spricht man, bei Aldi spricht man allerdings vom Brezelsalz. Hagelsalz bei Lidl, Brezelsalz bei Aldi. Da bin ich gespannt. Das ist jetzt irgendein Unterschied. Ne? Also nicht vertun. Da kann man euch dann eventuell nicht weiterhelfen, wenn ihr mit unpräziser Vokabularistik die jeweils Bediensteten fragt. So, schauen wir doch einfach mal. Weil allein die Tatsache, dass man hier hat man sich für so eine Schatullenöffnung entschieden. Glaube ich zumindest. Weil es ist nicht genau gesagt, wie man es machen soll. Aber es hat... Es könnte einfach so eine richtig schöne Vesperstube hier sein, ne? Das könnte so eine richtig schöne Snackschatulle sein. Aber man muss sie so aufknibbeln. Es gibt ja auch keine Perforation. Aber ich möchte die gerne so aufklappen wie so eine kleine Schatzkiste. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier ausschaut. Das geht natürlich nicht, weil es nicht dafür gedacht ist. Es ist keine Schatzschatulle. Ah. Ach, das ist in der Laugenstange. Hätte ich das mal lesen sollen. Ich hab gerade schon gedacht, die muss ich noch selber formen. Gut, also, da kann man sich natürlich gut mehr unterscheiden. Wir legen jetzt mal von diesen Laugenstangen hier einfach mal welche drauf. Laugenstangen sind ja eine feine Angelegenheit. Sie kommen ja aus der Laugitz traditionell, wo sie dargereicht wurden, immer zur Teestunde. Die Teestunde, müsst ihr wissen, haben damals die Angelsachsen mitgebracht auf ihrer Kaperfahrt mit der Bounty. Weil, das wissen wir natürlich, das Laugengebäck durch die lange Haltbarkeit, also man hat das damals sozusagen eingedost, nannte man das. Das war so ein Verfahren, was so die Mischung aus Fermentierung und Versalzung für Überseefahrten einfach etabliert hatte. Und der legendäre Captain Kimmenbär, der hat mit dieser Technik sich selber nicht nur bei Wikipedia einen Eintrag verschafft, sondern auch dazu beigetragen, dass diese Art der langlebigen Esskultur und Konservierungsform bis heute ihren Einzug auch indopazifisch, vor allem dort im Raum, gefunden hat. So, und jetzt wird er ein bisschen Laugensalz, nein, Brezelsalz nennt man's. Schau dir das mal an, die nennen's Brezelsalz, obwohl wir natürlich eigentlich streng genommen von Laugenstangen und nicht von Brezeln reden. Ist interessant. Ja gut, wenn ihr meint, dass das eine gute Idee ist. Ich find's ja schon fast ein bisschen frech, aber gut. Schaut euch das mal an, hier haben wir einmal noch so ein Ginter-Otto. Also ich soll es aber jetzt damit bestreuen, ja? Jetzt, also in 10 Minuten sind sie auf jeden Fall draußen. 10 Minuten blablabla, und dann mit beigefügtem und dann ab in den Ofen, ab in den Höllenschlund. So, guck mal. Das ist also jetzt Brezel. Das ist natürlich scheiße, weil das natürlich auch nicht da drauf liegen bleibt. Also nicht gut liegen bleibt, weil das ist einfach das Problem, wenn du quasi eine Landebahn hast, die keine Landebahn ist, sondern wie so eine Seeschlange eine leichte Wölbung hat, auf der schlecht sich reiten respektive Salz liegen bleiben lässt. Da können diese leichten Teigritzen, die eignen sich schlecht als sogenannte Salzscharten, also als Aufbewahrungsort für den Salzanteil. So, aber das ist doch schön, das ist doch toll. Ich glaube, das ist, man nennt auch, also ich habe es ein bisschen reduziert gemacht. Wenn man nicht zu viel Salz drauf macht, redet man ja auch von der sogenannten Lauterbach-Salzung. Die habe ich hier vorgenommen. Und Nachsalzen ist natürlich erlaubt. Aber wir wollen ja auch für die anderen Stangen vielleicht noch was beibehalten. So, gucken wir doch direkt mal, was die Laugen brezeln können. Das sind die mit dem Hagelsalz. Vielleicht kann man die ja besser öffnen. Ja, da hätte man einfach schon so ein bisschen mitdenken. Hätte man schöner machen können. Hätte man. Hätte, Nicorette, sagen Paul und die Annette. Ach, komm. So. Schaut euch das an. Eine große Tüte.
Ja, ich merk's schon. Da ist das Hagelsalz. Es kommt auch in so einem blauen Beutel. Das erinnert mich so ein bisschen an die, ne, ihr kennt das schon, bei so Elektrogeräten, wenn da diese komischen Tütchen immer drin sind, wo immer draufsteht, nicht essen oder so, die so Flüssigkeit binden sollen. Das ist so ein bisschen das Gefühl. Oder es könnte auch so Walter White versucht, die erste Variante seines Produkts an den Mann, an die Frau zu bringen. Sieht auch so ein bisschen aus, ne? Das sieht nicht unbedingt lebensmittelfein aus. Da fand ich diesen Papierbeutel dann doch schon attraktiver. Aber wer wäre ich, dass mir solche Kleinigkeiten wichtig sind? Also, reißen wir die Scheiße auf. Ich weiß, ihr habt euch jetzt alle drauf gefreut, dass ich jetzt tierisch ausrasten würde. Ich habe mir aber vorgenommen, in dieser Sendung einfach mal nicht auszuflippen. Weil ich einfach auch grundsätzlich eben ein entspannter Typ bin. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen mehr, dass das natürlich so Klebesemmeln sind, Brezeln. So, zack. So. Komm, eine dritte geht noch drauf. So. Wunderbar, sie sind handgeflochten, sag ich jetzt einfach mal. So, wir machen das Ding wieder zu. Und weil wir natürlich wissen wollen, ob zwischen Hagel und Brezelsalz Unterschiede sind und uns nicht vorwerfen lassen wollen, dass wir eine inkorrekte Prüfung vorgenommen haben, indem wir eine Mischung durchgeführt haben der Produkte, werde ich diesen Salzbeutel ebenfalls öffnen. Ja, riecht nach Salz. Es sollte eigentlich für 10 Brezeln reichen, das muss ich da natürlich gucken. Auch hier ist die Auflage, macht es nicht leichter, ne? Also hast schon ein hohes Maß an Salzschwund. Denn ist auch im Bordehaus, wo sieht's noch ärger aus, denn der Waldemar, der stutzt sein Haar, obwohl es doch verboten. So, weiter geht's. Rein mit den Stangen und den Brezeln. Dann müssen wir nicht lang mehr rätseln. Welches Produkt wohl besser schmeckt, sagen wir euch, sobald man's checkt. Ab in den... Ja, hier ist noch die Aufheizphase. Behaupte ich zumindest, dass es... Gibt es denn hier nicht so einen Turbo-Aufheiz-Button? Ah, das sind echt so kryptische Scheißdinger, sind das? Egal, die machen wir gleich. Und wisst ihr, was ich jetzt klar... Diesmal jetzt noch. So. Denn wir haben noch ein Produkt außer Konkurrenz. Und das ist natürlich das Erdinger Brauhaus Bayern Naturradler in der formschönen Dose. Auch hier wird natürlich... Ach, schaut euch das an. Die bayerischen Zitronenbauern und Bäuerinnen, die sich freuen, dass sie die... reichhaltig in den Alpen vorhandenen Zitronenbäume rupfen und daraus ein fantastisches Hopfen-Zitronen-Mixgetränk machen. Das lege ich mir jetzt einfach mal auf den Zahn. Übrigens, das kann ich vielleicht auch sagen, weil es gerade thematisch so gepasst, wir arbeiten gerade in der Tat, und ihr habt es hier jetzt zum ersten Mal gehört, ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann, deutet es aber zumindest an, um mir alle Optionen offen zu halten. Möglicherweise, vielleicht, demnächst bald, früher oder später, könnte es sein, dass es möglicherweise in dieser Sendung, wenn alles gut klappt, zu einer vielleicht sehr hopfenartigen Spezialsendung kommt, in der wir uns möglicherweise dem Thema Biere exklusiv widmen werden. Vielleicht aber auch nicht. Das werden wir sehen, aber wir planen dran. Also ich sag mal so, liebe Aufnahmeleitung, ich habe aus diesem Glas noch nicht getrunken. Ihr versteht schon, dass das so ein bisschen mein Vertrauen unterminiert, ne? Wenn man nicht weiß, ist das hier irgendwie das Katzenglas oder das Bettglas von Simon, der mal wieder übernachtet hat, oder ist das Spülmaschinen sauber? Komm, ich reib die Scheiße jetzt einfach aus. Ich bin ja nicht so. Wird schon nicht schlimm sein, ne? So mal das, was will ich sagen? So. Aber wirklich so ein Wasserrückstand kannst du nicht machen. Wir sind ja nicht am Oktoberfest. Also. So. Ich habe gerade übrigens das Piepen des Ofens gehört. Ihr kennt es auch.
als Erinnerung daran, die Brezeln reinzutun. Das werde ich jetzt auch tun. So, beide waren, glaube ich, 10 bis 15 Minuten. Oh, so steht die Scheiße. 15 Minuten. Und da waren es weniger? Ja, weil die so ein bisschen dünner sind, ne? Die Brezel Boys. Oh Gott. So, dann wollen wir doch mal schauen. 15 Minuten, ja, das ist doch toll. Das ist doch mal eine Einheitstemperierung und Zeit. Die gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und dann schauen wir doch mal, was wir lieber snacken. Vor allem, ich meine, ich mag das auch ab und zu mal ganz gerne. Ich sag das auch überhaupt nichts dagegen. Mal ab und zu so ein schönes Laugengebäck ist durchaus etwas, was auch ich mir selten kaufe. Aber wenn es zufällig irgendwo rumliegt, ganz gerne mal mitnehmen. So, ich weiß nicht, wie das hier mit dem Timer geht. Will ich auch nicht wissen. Mir auch scheißegal. Guck auf die Uhr. Ich sag dir Bescheid. Danke, Johanna. Johanna, übrigens auch heute wieder in der Regie. Wir hatten eine durchaus enttäuschende Sendung, wo wir mit, ich will jetzt nicht sagen, minderwertiger Ersatz. Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber mit Leuten, die sagen wir mal. So, ich tue die Pizza rein. Wagner Brezelpizza mit dem Brezelrand. Wird im Ofen brezelbraun. Turns pretzel brown in the oven. Cheese, Käse. Also hier ist gleich das Internationale mit angegeben. Möglicherweise findet man diese, weil das gibt es ja, ich habe da schon Bilder von gesehen, das ist bei Trader Joe's, dem amerikanischen Aldi, zum Oktoberfest auch jenseits des Atlantiks entsprechende Spezialitätenwochen gibt. Warum auch nicht? Bei uns gibt es ja auch indische Wochen, amerikanische Wochen etc. pp. Insofern ist das natürlich erstmal naheliegend. Also, aber was ist denn das Besondere an dieser Pizza? Ich will gar nicht wissen, was ihr bla bla bla. Was ist das Besondere? Es ist einfach nur eine Brezelpizza. Brezelrand with pretzel rim. Aha. Und Cheese. Und das ist alles. Den Rest muss man sich so ein bisschen zusammendenken. Gut. Gucken wir mal. Ballern wir den Boy doch auch mal rein. Andererseits ist es natürlich ein bisschen ungünstig, weil er natürlich die Ober- und Unterhitze möglicherweise ein wenig verdecken wird. Aber wir können es uns ja schon mal angucken. So, guck mal, so sieht das aus. Ja, deswegen ist es schon gut, dass sie draufschreiben, dass sie erst im Ofen pretzelbraun wird, weil sie so natürlich so ein bisschen aussieht wie erster Tag Urlaub, ne? Und nicht wie morgen geht der Flieger in aller Früh nach Hause. Und deswegen werden wir sie gleich in den Ofen reintun. Vorher aber selbstverständlich möchte ich mir selbst was Gutes tun. Und das heißt so viel wie, ich werde zu diesem fantastischen Naturradler greifen, es in das Katzenglas schütten und mal gucken, wie gut das ganze Zeug jetzt schmeckt. Ich trinke ganz gerne mal Radler, muss ich sagen. Aber auch bei Radler gibt es ja wirklich Unterschiede en masse, ne? Schlimmsten sind Radler, die mit Süßstoff zugesetzt werden. Anstatt mit Zucker. Also die Limonade. Ist ganz, ganz schlimm. Ich bin echt so ein Süßstoff. Stehe nicht so drauf. 50-50 ist es hier auf jeden Fall. Bier und mit fruchtig frischer Wildzitrone. Was steht da? Ledshot frisch. Oh, das ist schön. Das sind so ein paar. Ich mach, das ist eigentlich ein 0,4-Glas. Ach komm, scheiße. Sieht ganz gut aus. Ne? Sieht so ein bisschen wie eben Natur, ungefiltert, whatever. Gucken wir mal, wie das hier schmeckt. Oh. Könnt ihr mal, apropos, mal kurz einen Exkurs, ne? Maßkrüge sind doch der größte Scheiß, den es gibt. Oder? Bitte schreibt gerne mal in die Kommentare, warum das Darreichen in einem Maßkrug, irgendwie so ein Liter Bier, welchen Vorteil das hat. Außer, dass man sitzen bleiben kann, möglichst lange, aber dann auch pissen muss wie so ein Pferdemann, Metzger, Wallach, whatever. Das ist totaler Quatsch, da hast du so eine abgestandene Sicke drin. Ich will jetzt nicht sagen, dass Kölschgläser mit 0,2 irgendwie das Maß aller Dinge sind, aber ein Liter abgestandene Plörre, also das ist doch, die ersten Schlucke sind fein. Ich meine, wenn sie sich natürlich in den Saufzwang drücken wollen, weil du genau weißt, ich muss gegen das schale Abstehen des Bieres antrinken, klar, wenn das der Sinn und Zweck ist, verstehe ich das schon. Aber abseits davon, dass die ganz cool aussehen, sind die doch wirklich vom Genussfaktor her. Das ist doch irgendwie, nach einem halben Liter ist das doch so eine Abwärtsspirale. Das, oder? Oder seht ihr das anders? Keine Ahnung. Schreibt's gerne in die Kommentare, warum ich recht habe. Alles andere lese ich im Zweifelsfall nicht. Ja, fruchtig. Ja. Es ist schon ein Radler, auch wenn es 50-50 ist. Ich sag mal, was das Standbein ins Limonadenlager verlagert hat. Also es ist deutlich limonadiger als bierig. Dadurch wird es auch süßer.
Ist mir ein bisschen zu limonadig. Schmeckt gut, aber ist wirklich so was für einen absoluten Hochsommer. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen herber ist. Also so ein Schuss Bier mehr wäre da vielleicht für mein persönliches Mischungsverhältnis das Angenehmere gewesen. Ja, ja, gut. Aber es wird schon reichen, um zwischendurch hier die Köstlichkeiten runterzuspülen. Machen wir doch direkt mal weiter. Die Brezelpizza mache ich gleich rein. Keine Sorge, liebe Regie, ich werde sie nicht vergessen. Aber wir fangen doch einfach mal an mit dem Aldi Wonnemeyer Fleischsalat. Das ist ein Produkt, was nicht in den Kühlschrank gehört. Das könnten wir aber natürlich auch gleich geil irgendwie mit der Brezel essen, ne? Das habt ihr euch auch wahrscheinlich so gedacht. Weil es gibt ja auch den Mein Veggie-Tag-Salat. Ja, ist mir schon klar. Da ist gerade jemand vor nervöser Zuckung zweimal auf den Staunen-Button gekommen. Finde ich gut. Was ist? Ich lege es mir schon mal hin. Ich versuche auch ein bisschen, das natürlich in die Länge zu ziehen. Hier erkennt mich. Das ist der Mayo Lübeck. Das ist interessant, denn hier kommt was zusammen. Ich werde momentan absolut bombardiert mit Werbung für Mayo Lübeck-Salate. Ich weiß nicht warum. Ich kriege unglaublich häufig die eingespielt. Noch häufiger als die Hasswerbung. Ich muss es an dieser Stelle mal sagen. Schreib's gerne in die Kommentare. Aber gibt es eine schlimmere Werbung als für, wie heißt es nochmal? Oh, wie heißt die Werbung nochmal? Von dieser einen Berufsbörse. Sie hat den Job! Sie hat den Job! Sie hat den Job! Wie heißt das nochmal? Nicht Jobware, da habe ich den Job her. Auch nicht Ingrid erklärt Indeed. Oh, die ist so penetrant. Die ist so anstrengend. Wenn wir ein Werbespezial hätten, also WCG, Werbung Colin Gable, dann könnten wir mal wieder ein schönes Werbespecial machen. Aber die ist wirklich ganz schlimm mit diesen ganzen, das geht mir so auf den Sack. Das Schlimmste war früher noch mit dem Typen, der sein Popcorn verschüttet hat im Kino. Weil im Kino, wo alle das Handy ausschalten sollen, weil es einfach ein leider ungeschriebenes Gesetz ist, auf das nicht die Höchststrafe steht, aber alle gewinnen es zum Kotzen, kriegt, während er im fucking Kino sitzt, die Information, dass er den Job hat, verschüttet sein Popcorn und die neben ihm, die auch das Popcorn abkriegt, freut sich so halb, weil er ich hab den Job und alle möchten ihm nur in die Fresse hauen und sagen, ja, dann geh doch arbeiten, meine Fresse, aber geh uns hier nicht auf den Sack mit deinem Klingelton, mit deiner Freude über den Job, ja, es sei dir von Herzen gehören, mit deinem scheiß zuckrigen Popcorn, was du über die ganzen Sitzreihen verteilst, ist völlig Alle fühlen nur die Leute drumherum. Niemand, der die Werbung guckt, fühlt den Typen, der sich im Kino darüber freut, dass er den Job hat. Das ist wirklich konzeptuell, finde ich das ein bisschen schwierig. Aber das sei nur das gesagt. Denn genauso häufig wie diese Werbung wird mir auch Mayo Lübeck eben eingespielt. Und jetzt freue ich mich, dass ich für lau diesen Fleischsalat kosten kann. Und weiß, ob ich ihn vielleicht dann auch mal privat mehr holen sollte oder nicht. Das bin ich wieder am Aufstoßen hier, was soll ich sagen? Das sind die ganzen Fleischsalate. Wo haben wir denn jetzt einen Oberster? Das ist wieder so eine ekelhafte Scheiße, ne? Was ist das nochmal? Das ist so was Käsiges. Camembert Rahmbutter Frischkäse. Möglicher Hohlraum im Becher ist technisch bedingt. Oh, das muss man mit Zwiebeln und so essen, ne? Ich mag ja keinen Camembert. Ihr wisst ja, käsemäßig, wenn jetzt Simon hier wäre, der würde wahrscheinlich schon, der würde schon hier schreien und sich komplett einmal mit der Zunge hier durch die Packung schlängeln. Aber ich selber bin ja so ein bisschen, gut, ja, ich tue es für euch und vor allem für Johanna, die genau weiß, dass sie mir gerne mal ab und zu so ein Kuckucksei ins Nest legt, von dem sie glaubt, ich gucke nicht so genau hin. Hier, das ist der feinste Kräuterfleischsalat von Pop. Feinster Kräuterfleischsalat ist auch ein guter Bandname, ne? So wie feine Sahne Fischfilet. Feinster Kräuterfleischsalat. Ja, falls ihr noch einen guten Bandnamen sucht, Walter Pop, wenn es nicht eingetragen hat in dem Segment, könnte für euch Inspiration sein. So, das ist der. Das sind so viele Salate. Also jetzt nochmal ganz kurz. Aldi Wonnemeyer Fleischsalat. Delikatess Fleischsalat. Das wird der wohl sein. Das ist also der erste. Das ist dann der vegane No-Fleischsalat. Ja, ja, das ist gut. Food for Future. Ja, gucken wir mal. Er sieht natürlich gut. Also Fleischsalat reichlich. Das ist der danach kommt. Dann haben wir den Delikatess-Fleischsalat mit eingelegten Gurken. Ist Fleischsalat, Johanna, das muss ich jetzt mal fragen. Du hast ja wahrscheinlich maßgeblich diese Einkaufsliste mitgestaltet. Ist Fleischsalat, ist das so ein Oktoberfest-Ding?
Oder ist das jetzt einfach nur das große Deutschland-Spezial? Ja, nee, es ist ja eher so, Wurstsalat ist bayerisch, aber ich dachte, dann können wir auch mal Fleischsalat testen. Wo ist denn nicht der Unterschied zwischen Wurstsalat und Fleischsalat? Ich glaube Mayo. Mayo ist der Unterschied. Ach so, du meinst, in Bayern packt man das einfach so eine Öl-Essig-Tunke anstatt in Mayonnaise? Ja, so Zwiebeln rein und so, ist einfach nur Wurst. Und auch, da geht's natürlich, habt ihr natürlich, hast du recht jetzt. So, wo, apropos, da müssen wir natürlich hier Essig, Öl, Fleischsalat und Wurstsalat sagt, muss auch über Kartoffelsalat reden. Bist du eher ein Mayo-Kartoffelsalat-Mensch oder so ein Essig-Kartoffelsalat? Mm. Öl? Beide geil. Bin große Kartoffelfreundin. Aber ich glaube eher Öl, Essigöl. Hast du hier gerade selber applaudiert oder ist da jemand, der deine Meinung teilt? Das mache ich nicht, das macht Paul. Ja, am Arsch die Heide, ganz ehrlich. Also so, nee, und da habt ihr euch schon disqualifiziert, weil wir alle natürlich wissen, dass so ein Mayonnaise-basierter, säuerlicher Kartoffelsalat. Ja, ist so, tut mir leid. Schreibt gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über Kartoffelsalat. Ja, genau. Können wir uns sich nochmal schön angucken. Guckt euch die Folge nochmal an. Danke für die Gucker-Empfehlung. Habe ich mich jetzt selber wieder daran erinnert. Ja, und dann haben wir die Frage bestimmt auch schon beantwortet und habe ich genauso eine heiße Rede dafür gehalten, dass letztendlich der mayonnaise-basierte Kartoffelsalat natürlich der einzig richtige ist. Wisst ihr, könnt ihr nochmal nachgucken und gegebenenfalls auch andere Meinungen in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich lese sie dann vielleicht. So. Oh, es ist ja gleich schon soweit. Komm, es ist auch wirklich, ich bin hier so ein bisschen unter dem Eindruck des Radlers stehe ich. Wir haben den bayerischen Pizza-Leberkäse. Mit Kochsalami und Käse im Ofen gebacken. Ja, sieht man vielleicht auch schon. Nutzen wir die Gelegenheit, um da mal ein bisschen genauer reinzuschauen. Da hat man so eine gewisse Stückigkeit im Leberkäse-Fleischbild, ne? Dass da was so gelb schimmert, dürfte dann höchstwahrscheinlich Käse sein und nicht eine riesige Schwarten-Anteilsnahme. Also insofern, ja, haben wir das. Da bin ich mal gespannt. Da haben wir hier noch, das sieht auch so richtig appetitlich aus, ne? Schaut es euch an. Ist zum Glück haltbar. Bis heute. Aber dieser Farbverlauf, der so ein bisschen was hat von betrunkener Tourist, pennt auf der Liege im Malle-Urlaub ein, ne? Und ihr wisst genau, wo die Unterhose anfängt und wo der Freikörper beginnt. Müsste man also wahrscheinlich dann eher so halten. Ich sag mal, Vertrauen erweckend ist anders jetzt für mich. Aber ich vertraue einfach mal, dass die Kühlkette hier eingehalten wurde. Das Ganze viele Gründe hat, aber keine schlechten. Vor allem keine, die mich ins Krankenhaus bringen. Hier noch diverse weitere Fleisch. Das ist ja wie ein Fleischsalat-Spezial. Das gibt's ja gar nicht. Darauf bin ich jetzt mal gespannt. Die bayerische Leberkäsebrezel. Bayerisches Fleischkäsebrät in Brezelform paniert und gebraten. So schaut's aus. So. Und wie soll man das denn eigentlich machen? Im Backofen. Ah ja. Oder in der Mikrowelle. Machen wir's im Backofen. Da bin ich gespannt drauf, weil das eigentlich ganz geil ist. Bisschen Brezelteig drumherum, also dass die Sättigung quasi als Ummantelung. Und drinnen ist so ein bisschen Fleischkäse. Und den mag ich ganz gern. Dann noch einen schönen süßen Senf dazu, dann wird es schon gut. Dann haben wir hier natürlich noch vegane Weißwurst. Das stelle ich mir jetzt schon mal die Frage, ob man die quasi zuzeln muss. Oder ob man die schneiden kann. Oder ob denen das eigentlich total scheißegal ist. Die wird auf jeden Fall dann genau wie Original Weißwurst im heißen, aber nicht kochenden Wasser einfach ziehen gelassen. Ziehen gelassen, ja. Darauf bin ich auch gespannt. Das ist hier so schön Trockenware zum Einrühren und am Ende sollen köstliche Käsespätzle dabei rauskommen. Und natürlich hier ein Kassler mit Sauerkraut und Püree. Das ist ein Klassiker der Fertiggerichtsküche. Den schauen wir uns nachher mal an. Genauso wie natürlich die Weißwurst in Senfsoße. Hui, hui, hui. Und? Was klingelt da? Was klingelt da? Tante Bertha aus Amerika? Nein, die war doch letzte Woche da. Es wird wohl hier der Ofen sein. So, jetzt passt mal auf, meine Freunde. Das ist jetzt schon, weiß nicht schlecht. Jetzt gucken wir uns das doch mal an. Ich lasse den Ofen selbstverständlich an, denn wir wollen ja gleich, ich weiß es doch, uns auch die Pizza reinpfeifen. Yeah. Boah, es riecht so richtig schön nach Knack und Back von Pillsbury. Wer kennt es nicht? Aber das schaut schon gut aus. Das sind hier ordentliche. Guckt euch das mal an. Ihr erinnert euch daran, wie sie erst so kleine Zartwürstchen waren. Und jetzt sind das amtliche, richtig amtliche Teigprängel. Und auch die Brezeln sehen schön aus. Sie sind teilweise schon so aufgerissen. Nur weil die geile Innenfüllung sagt, ich kann nicht mehr warten. Finde ich ganz fein. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und das versuche ich jetzt mal. Damit nicht die komplette Hitze aus dem Ding geht, jetzt hier einfach mal in diese wunderschöne
in diesen kleinen Korb, in dieses Körbchen zu legen. Rotkäppchen-Vibes kommen bei mir auf. Wo ist denn hier so ein... Hä? Ach, da. Ach, das ist wieder diese Hartplastik-Scheiße. Gut. Da habe ich mich schon letztes Mal beklagt. Versuche für uns alle so ein bisschen Wirtshaus-Atmosphäre zu erzeugen. Erinnert mich an die Gamescom. Falls ihr unsere Gamescom-Berichterstattung gesehen habt, da war doch bei der Skill Arena, die haben ihn immer liebevoll die Ziege genannt. Weil irgendjemand am Rand stand von der Bühne und immer mit sehr lautem, ziegenartigen Einrufen sich in unsere aller Herzen und Gehörgänge geschlichen hat. Ah! Ja, der Ofen ist nicht mehr so sauber. Das ist nicht schlimm. Es ist ja nur Salz. Salz sagt man ja auch, Salz reinigt den Ofen. Deswegen ist es quasi... Aua! Oh. Ein bisschen labbrig, ein bisschen weich. Aua! Wieso kleben die denn an einem scheiß Backpapier? Da. So, passt auf. Das nehme ich, mach hier noch ein bisschen... Das Salz mache ich da noch so ein bisschen drüber. Scheiße, das war natürlich eine dumme Idee. Weil das Korball ist Hotka. Ist Hotka-Deckel. So, die muss ich jetzt mal so rausziehen. Aber das sieht doch nach. Guckt euch das mal an hier. Das sieht schon gut aus. Ich meine, es ist wahrscheinlich jetzt auch kein Hexenwerk. Es ist jetzt sicherlich auch kein Hexenwerk. Ups. Brezeln selber zu machen. So, ne? Ob jetzt gekauft oder... Ach, ihr denkt euch doch einfach den Rest des Satzes selbst. So, wir packen nämlich die Pizza jetzt rein. Und ich muss einmal wissen, was denn hier Wagner von mir möchte. Mittlere Schiene des Ofens auf den mit Backpapier ausgelegten Rost. Ach, wisst ihr was? Was ich da jetzt mache? Ich mache das jetzt wie folgt. Ich nehme jetzt hier den Handschuh, um mir nicht weh zu tun. Den zweiten, weil ich nicht weiß, wo der erste ist und zu faul bin, nach ihm zu suchen. Ich nehme jetzt den Rost. Leg den mal einmal hier auf das Glas. Lege darauf das Backpapier. Lege jetzt das Blech in die unterste Schiene. Das geht natürlich nicht. Problem ist, ich brauche die mittlere Schiene natürlich für die Pizza. Ah, hier ist ja. So, ich bin gleich wieder da. Ich leg das mal eben hier auf Metall ab. Das heiße Backblech, dass uns hier nicht irgendwie der formschöne und hochwertige PVC-Boden entgegenkommt. So. Aber wir nutzen natürlich jetzt dieses geile Salz-Ding. Ach komm. Ja, ich weiß, die Einschub, das ist einfach nicht der. So, alles wieder gut. Ich dachte, ich müsste ausflippen und wieder irgendwie, ich sag mal, Mängel im Design des Ofens hier lautstark beschreien. Aber es ist nicht der Fall. Sie ist jetzt schon ein bisschen labbrig, ist ein bisschen weich. Ist mir egal, das ist mir gleich. So, ein bisschen runter mit der Temperatur. Ist noch ein bisschen am Aufheizen hier. Heute ist es, ich weiß, ihr merkt selber, ihr denkt, jetzt ist er schon eine Stunde am Labern, hat noch nichts gegessen. Geht mir auch so. Ich kann es aber nicht ändern, aber werde ich sofort. Also kann ich es doch ändern, weil ich es jetzt gleich tue. Also nochmal. 220 Oben- und Unterhitze. Luft, Ding da bumm, ja. Oh Gott, ich laber ja eine Scheiße heute. Das ist wirklich, selbst für meine Verhältnisse ist das hier schon abenteuerlich. So, hängt mir eigentlich irgendwas runter an dieser... So. Jetzt aber hier. Schauen's ja, ja. Guckst dir so an. Das ist doch schön. Das ist furchtbar. Ich mag das ja gerne, wenn die. Ich mag eh labbrig. Ich meine, die ist noch nicht gebacken. Aber ich mag ja Pizza eher, wenn sie nicht zu knackig ist, sondern so ein bisschen diese Labbrigkeit hat. Ja? Also. So.
Rauf damit und dann gucken wir mal, halten wir das mal einfach im Blick. Vielleicht können wir den Timer mal so auf 12 Minuten stellen, dass wir einfach mal so dann mal gucken und ich mich dran erinnere, wie sieht das Ding denn jetzt aus? Also, kommen wir jetzt aber zum Genuss, zum Potenziellen. So, Laugenstangen, Goldähren und Grafschafter Brezeln. Wir fangen mit den Laugenstangen an. Ich nehme hier mal eine. Aber die sind noch richtig heiß. Alter, sind die heiß. Richtig heiß. Müssen noch ein bisschen abkühlen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so richtig die. Das so gleich der Klasse. Brotzeitromantik, so richtig schöne Fest. Mit dem Rettich einmal. Ja, es riecht. Teigig. Mhm. Gut mit Salz bestreut. Mhm. Zu viel darfst du echt nicht draufhauen. Denn dieses Brezelsalz ist schon natürlich ordentlich gebrocken, ne? Das muss man sagen. Mhm. Schön fluffig. Schön laugig. Kannst du essen. Ich sag mal, der initiale Teiggeschmack hat so ein bisschen was von Knack und Back. Es klumpt relativ schnell im Mund. Das muss man sagen. Dass du echt so schnell so Teigbatzen hast. Mm. Kannst du machen. Kannst du machen. Mhm. Sehr so schönen Spülschluck. Kann man wahrscheinlich auch so ein bisschen experimentieren. Ob man sagt, ne, ich möchte es noch eine Minute länger haben, damit es knackiger und weniger lätschig ist. Aber ich finde es geil. Hm? Ziehen wir nachher mal schön durch den Salat hier. So, und jetzt haben wir hier so einen kleinen Äumel, einen kleinen Kringel von der Brezel. Also, Pro-Tipp, seid eher geizig mit dem Salz. Als zu großzügig. Kam gerade so ein komischer Erstgeschmack im Mund auf, den ich noch nicht benennen kann. Möglicherweise mit dem zweiten Bissen. Hm. Ich hätte erst gedacht, es wäre so ein Hauch von Schwimmbad. Das ist aber Quatsch, glaube ich. Hoffe ich. Ja. Schmeckt auch gut, aber ich würde sagen, der Teig hier ist ein bisschen geschmackvoller, gehaltvoller, abseits vom Salz. Einmal hier noch. Mhm. Mhm. Ich sag mal so, da ist ein Hauch mehr Teiggeschmack im Spiel. Aber bei den Brezeln ein bisschen weniger. Aber ist beides gut essbar. Ich weiß jetzt nicht, was der Spaß kostet. Das werden wir rausfinden, indem ich mich umdrehe. Mhm, mhm. 2 Euro für so eine Schatulle. Ich weiß nicht, ob die ganzjährig verfügbar sind oder eben ein Spezialprodukt sind. Aber ich finde sie beide gut. Jetzt sind natürlich Laugenstangen oder Brezeln, suchen sich ja auch gerne eine Begleitung. Ne? Also, man kann sie natürlich auch unterwegs einfach so wegschnecken, weil sie da vielleicht auch geschmackvoller sind als jetzt so ein ordinäres Weizenbrötchen, ein unbelegtes. Aber man kann sie natürlich auch stippen, man kann sie kombinieren mit Fleischsalaten und ähnlichem Zeugs. Ja, und da würde ich doch mal sagen, ich nehme die hier mal so ein bisschen als brotige Grundlage, um sie zu kombinieren mit anderen Dingen, die hier noch liegen. Und zwar, zuvorderst würde ich sagen, starten wir jetzt doch mal mit dem Wonnemeyer Fleischsalat. So, wollen wir mal gucken hier. Nehmen wir uns ein bisschen was hier von dem. Wir stecken immer uns über raus. Ach, guckt euch das an. Oh, der ist schön. Habe ich noch nie gesehen. Guckt euch das mal an. Flaschenöffner in Form eines Mini-Baguettes. Ich finde es richtig toll. Das ist schön. Das ist süß. Das ist. Man möchte fast reinbeißen. Ist vielleicht auch eine gewisse Gefahr bewusst einkalkuliert. Wenn man sich volltrunken so das letzte Schlummerbier aufmacht, Hunger bekommt, nichts im Kühlschrank hat und dann. Ja.
besagtes Objekt sieht. Gut, ja, wir haben noch einen kalten Kaffee hier stehen, habe ich ja ganz vergessen. Ist mir aber auch egal. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen durch. So wie die Semmeln. Das sind keine Semmeln, das sind Brezeln. So, egal, lasst euch davon nicht ablenken. Ich wollte den Wonnemeyer Fleischsalat. So, selbigen wollte ich öffnen. Gucken wir uns das doch mal an mit Gurke, Fleischsalat und irgendwas, was im Knick noch drin steht. Mit Kräutern, ja, ist natürlich wichtig. So, das Qualitätssiegel ist noch geschlossen. Ich bin ja jetzt gar nicht so ein großer Fleischsalatfreund, muss ich sagen. Und ich glaube, Fleischsalat, ich habe da mal so einen Sebastian Lege-Bericht gesehen, glaube ich. Das war auch schon beängstigend. Also, die sehen auf den ersten Blick alle ähnlich aus, aber vom Fleischeinsatz, von der Imitation, vom Verhältnis, da gibt es schon riesige Unterschiede in der Qualität und in der Zutatenzusammenstellung. Mal gucken. Das ist jetzt der von Wonnemeyer. Der sagt, ich bin ein Delikatessfleischsalat. Ich möchte bitte ein Einzelzimmer haben. Gucken wir doch mal. Also, wir haben ja das übliche Fleischbrät, ein paar Kräuter sind eingerührt. Ich sehe auch ein bisschen was von der Gurkenfront natürlich sich dazwischen schlängeln und das Ganze eingetunkt in einem cremigen Mayonnaise-Bett. Probieren wir mal. Mhm. Ja, die Fleischsalatstückchen ergeben sich mit minimalem Widerstand ihrem Schicksal hin. Es kommt so ein bisschen dieser typische, ja, wie sagt man, dieser Fleischwurstgeschmack dann hinten raus. Ein bisschen was Herbes kommt mit. Die Gurkigkeit hat mir ganz gut gefallen. Die war ein schöner Geselle gerade, weil sie eben so eine säuerliche Schlitterbahn quasi für das Fleischbrät im Mund bereitet. Mayo ist leicht gewürzt. Das ist, kannst du ja auf den Zahn legen. Der ist nicht schlecht, möchte ich sagen. Ich stelle ihn mal für den Moment hier hin. Ist alles ein bisschen unübersichtlich hier. Wir machen mal direkt weiter mit den anderen Fleischsalaten, die wir haben. Jetzt wird es ja spannend. Mayo Lübeck mit Gurke und delikater Creme. Sieht auf den ersten Blick doch ähnlich aus. Hat, ach, schaut euch das mal an. Hier hat man einfach so ein, was ja spontan umdeklariert werden muss, hat man auf die Alu-Beschichtung noch was anderes gelegt. So, so sieht er hier aus. Er sieht ein bisschen händischer reingelegt aus. Ne? Ich weiß nicht, ob das so richtig rüberkommt. Da oben, ne, sind so die Ziergürkchen drauf. Die Farbe von dem Fleisch sieht natürlich schon, ja, also, ja, ein bisschen künstlich nachgeholfen sehr aus, weiß ich nicht. Aber hat so ein bisschen was Unseriöses, so ganz leicht. Ich mache aber hier auch ein bisschen die Rührung. Auch hier merkt man, das ist keine Tropftunke, sondern das ist eher eine Spachtelmasse, die die einzelnen Streifenzutaten ganz gut zusammenhält. Ein kleiner Spülschluck. Dann widmen wir uns dem. Ist eigentlich ganz gut, dass ich so unbeleckt an Fleischsalate rangehe. Da kann ich selber für mich auch rauskriegen, ob das eigentlich was ist, worauf ich Bock habe oder nicht. Also, Mayo Lübeck. Mal schauen, ob du der Werbung Penetranz, ja, zu Recht standhalten kannst und geschmacklich der Botschafter bist, der du in der Werbung sein möchtest. Gurkiger. Deutlich gurkiger. Mhm. Beißt sich knackiger. Ihr müsst schon Gurken mögen. Hier ist der Fleischsalat das prädominante Geschmackserlebnis. Hier hast du eher das Gefühl, es ist ein Gurkensalat mit Fleischbeilage. Auch wenn auf den ersten Blick das durchaus nach einem gleichberechtigten Anteil aussieht. Ist recht säuerlich. Die Mayonnaise ist relativ harmlos. Und es hat nicht so einen penetranten Fleischwurst-Nachgeschmack. Finde ich eigentlich ganz geil. Wobei ich mich dann natürlich auch wieder frage, wenn man jetzt sagt, ich will eigentlich genau diese Fleischwurst-Romantik haben. Ich möchte, dass das ist, was sich im Geschmack so richtig ausbreitet. Dann könnte es sein, dass die hier so ein bisschen fehlt. Was mir dann in Gedanken bringt, das Ding hier kannst du wahrscheinlich in der Form auch ganz wunderbar, wenn das Fleisch eh nicht so dominant im Geschmackserlebnis vertreten ist, kannst du dann wahrscheinlich auch richtig gut vegetarisch machen. Aber schmeckt gut. Schmeckt für mich ein bisschen spezieller. Und ich mag das ganz gerne, dass dieser Fleischgeschmack nicht ganz so intensiv am Schluss rüberkommt. Ist jetzt hier schon mal im Direktvergleich mein
Favorit, auch wenn eben der Wonnemeyer wahrlich keinen schlechten Job gemacht hat. Den kann aber immer noch jemand anders machen, denn jetzt kommt natürlich Walter Popps feinster Fleischsalat hier mit ins Rennen. Der sagt, ja Moment, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Das hätte unser Slogan sein können. Colin, probier uns doch mal. Hier sehen wir natürlich eine ähnliche Verhältnismäßigkeit. Zartrosa Schwein vom Mixtier, ein bisschen Kräutereinlage, ein wenig Gurkenanteil, aber nicht ganz so streifig, zumindest nicht auf der oberflächlich sichtbaren ersten Penthouse-Etage. Doch, da sehen wir auch Gurkenstreifigkeit letztendlich. Mhm. Gleich werde ich nochmal auf die Fleischanteile gucken. Der wirkt auf jeden Fall relativ steif. Hier würde ich jetzt mal vom Gefühl her sagen, dass hier soßentechnisch der niedrigste Anteil ist. Oder ein niedriger Anteil auf jeden Fall ist. Was vielleicht auch dafür ein gutes Zeichen ist, dass man nicht einfach sagt, ein Stück Fleisch, ein Teil Fleisch auf 10 Teile Mayonnaise. Das macht dann eher den Wareneinsatz und die Qualität vielleicht besser. Mhm. Auch gurkig. Weniger gurkig als Mayo Lübeck. Der Fleischgeschmack ist deutlich weniger fleischig als hier. Aber er ist da, ist so, pendelt sich so in der Fleischskala so im Mittelfeld ein zwischen den beiden. Hat man am meisten zu kauen. Also ich finde schon, wer sagt, die Mayo brauche ich eigentlich nur als Flutschfläche für den Rachen. Eigentlich möchte ich nur das Zeug kauen. Aber der bekommt ja am meisten Kauzeug. Und am wenigsten Flutschfläche geboten. Hm. Schmeckt nicht schlecht. Auf der Säuerlichkeitsskala irgendwo dazwischen. Aber Mayo Lübeck finde ich noch einen Tacken geiler. So. Die drei sollen es für den Moment sein. Ich werde dann mit einem Turbo-Verköstigungsverfahren selbstverständlich mir nochmal in Erinnerung rufen, was ich gerade gesagt habe. Aber jetzt haben wir gerade wieder den Timer gehört. Das bedeutet, Colin, geh doch mal zum Backofen und schau, was die Brezelpizza macht. So. Holen wir mal. Oh ja, ja, der schaut voll gut aus. Guckt's euch mal an, die sieht nicht schlecht aus, möchte ich behaupten. Jetzt brauche ich nur einen Teller, hätte ich mir natürlich vorher holen können. Ich mache die schon mal aus, denn ich würde behaupten, die hat genug bekommen. Na, wo ist denn das Licht jetzt? Ist das Licht ausgegangen? Vielleicht auch nur ein bisschen Licht für euch da. Warum ist denn da eine Lichttaste? Ach so. Den Ofen erst anmachen. Okay, okay. Punkt geht argumentativ an euch. Werter Ofen erst. Oh, nee. Ach, Mann, hätte ich das doch. Man lernt nie aus. Wir haben hier sogenannte Stapelteller. Ach, jetzt muss ich die ganze Scheiße erst raus. Die großen Teller sind unten. Hört ihr das? Keine Sorge, das sind nicht die Nachbarn. Da hat jemand ein Glas in eine Glasschüssel gelegt. Und das rollt da so hin und her. Den nehme ich nicht. Ich nehme den ganz unten. So, ach, schau mal her. Da ist die Fliege hin, die ich letztens gesucht habe. So, rein damit. Rein mit den Schüsselchen. Die hätte ich natürlich auch nutzen können, aber... Hätte, ne? Man lernt ja sein Leben lang. Wichtig ist, dass man nichts draus macht. So, jetzt kommt sie hierher. Und ich möchte sagen, es pretzelt sehr. Die sieht doch nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Winkelig wahrscheinlich ein bisschen schwierig, kein Problem. Jetzt versuche ich sie einfach mal am Brezelzipfel hier so ein bisschen rüber zu schieben. Komm. Ja. Komm. Und was soll ich sagen? Nicht einmal verbrannt. Haben wir schon anders gesehen. Ich glaube, wir haben auch nichts mehr für den Ofen hier. Falls doch, Johanna, erinnere mich mal dran. Ich glaube aber, das war die Ofenzeit.
gerade abgelaufen ist. Doch, ja, natürlich. Aber du hast noch Pfanne und Topf auch, ne? Die kannst du auch anbraten. Die kann ich anbraten. Aber die sollen ja eigentlich in die Mikrowelle oder den Backofen. Die sollen gar nicht gebraten werden, ne? Weil es bereits gebraten ist. Also man könnte es auch kalt snacken, schließe ich daraus. Da bin ich gespannt drauf. Wir lassen den Ofen noch mal so ein bisschen in Hab-8-Stellung. Um uns dran zu erinnern. Aber das ist nur sehr, sehr kurz. Deswegen will ich mich jetzt selber nicht überfordern mit zu vielen gleichzeitigen Baustellen. Also, ich versuche ein bisschen Ordnung zu schaffen, damit ihr auf jeden Fall auch optisch... Guck mal, die hänge ich doch jetzt mal hin. An den Brezelbaum. Hätte ich auch alle aufbacken können, ne? Denkt ihr wahrscheinlich in der Regie gerade. Weil es gibt ja vielleicht noch mehr, die so sagen, ich hätte Bock auf eine Brezel. Ja, dann können wir nachher. Wir backen die hier schon noch nach. So, das sieht aber richtig toll aus. Verdeckt ein bisschen die Tafel. Soll uns an dieser Stelle aber noch nicht stören. Denn wir wollen uns ja jetzt hier dieser Pizza widmen. Die riecht gut. Also es kommt so ein bisschen, wenn man diese Kräuter sieht und den Käse, hast du so eine gewisse Flammkuchenromantik. Erstmal, möchte ich sagen, im Belagsbild, ne? So ein ganz bisschen. So. Aber, habe ich Bock drauf. Habe ich jetzt Bock drauf, ein schönes Warmgericht. Pizzarolle haben wir hier. Ach, das ist cool. Jetzt haben wir natürlich keinen richtigen Pizzateller. Das ist so, was der, wenn das der Meister eh dann hätte erleben können. Den hätte er gesagt, na, was ist das, das will ich nicht. Wo ist mein Sauerkraut? Wo ist mein, diese Folge, wo Pumuckl im Wirtshaus den Streiche spielt und da Sauerkraut ins Bier wirft, ne? Und alle lachen und alle sind sauer und so. Ja, das ist echt. Das ist. Oh, ja, nee, das ist wirklich kein Wirtshaus. Das sind nicht die Wirtshäuser, die man heute gerne besuchen würde. Da kommst du nämlich dann als Tourist rein und du weißt, alle Gespräche verstummen. Alle tangieren dich und gucken dich genau an. Ich meine natürlich taxieren. Und denken, was bist du denn hier? Verpiss dich mal besser ganz schnell. Und dann bestellst du eben auch noch, ich hätte gerne ein Brötchen. Dann lacht die ganze Bude erstmal. Und ein Glas Bier. Dann lachen sie noch mehr. Und du kommst so richtig scheiße vor. Das ist so das Gefühl von Offenheit. Auch mal andere Leute willkommen heißen im Wirtshaus. Das ist das, was Pumuckl bei mir geprägt hat. So, schauen wir doch einfach mal. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ich befürchte allerdings, dass dieser Rand, gut, wenn man natürlich den Laugenrand als solchen einfach genießen möchte, ist es fein. Ansonsten weiß ich jetzt schon, ich würde mir einen Dip wünschen, ohne es probiert zu haben. Riecht ganz gut, muss man sagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt. Schaut euch mal von unten den Teig an. Hier so ein bisschen, um euch das mal zu zeigen. So sieht aus, ein bisschen so Crepe-Romantik. Schlägt da durch. Ja, gucken wir mal. Er ist natürlich jetzt keine Tomatentunke dazwischen, sondern irgendwie, was ist denn das? Ja, was ist denn das jetzt? Ich muss mal kurz gucken, was eigentlich da die Mozzarella, Frischkäse, Doppelrahmstufe, Hartkäse, Emmentaler, Brezellauge, Edamer. Ja, ist also irgendwie so eine, ja, so eine Frischkäsetunke, ne? Statt Tomatensauce und diverse Käsevarianten. Das schmeckt jetzt nicht spektakulär. Es hat einen traditionellen Teigkau, möchte ich mal sagen. Einen leicht käsigen Geschmack. Ist aber nichts besonders aufdringlich. Es schreit so ein bisschen danach, beleg dich nach deinem persönlichen Geschmack. Ich habe natürlich genau das Salzstück erreicht. Erwischt. Also tendenziell eher teigig. Aber der Teig schmeckt eben laugiger und nicht so hefig. Was ja auch Sinn und Zweck des Verkaufsprodukts ist. Ja. Aber ich korrigiere. Ich finde den Laugenteig ohne stützende Beilagen, als pures Geschmackserlebnis quasi, gerade fast schon attraktiver, als der so bei sehr, sehr vielen anderen Fertigpizzen.
ist. Ich muss nochmal zubeißen. Mhm. Kann man essen. Es ist wirklich so geschmacklich, so ein ganz bisschen in so einem. Diese ofenfrischen Brötchen, ich weiß nicht, wie nennen diese belegten Schiffchen, die es auch gibt von Herstellern, in die auch mal so eine Crème Fraîche-Tunke mit Zwiebeln oder sowas drin ist. Die irgendwie so sich so zwischen Pizza und Flammkuchen und Aufbackbrezel irgendwie eigentlich eine ganz eigene Nische schaffen, aber immer noch so als Einzeltäter fungieren. Es quasi, wenn man es musikalisch sagen würde, dadurch, dass sie alleine da sind, schaffen sie es noch nicht so richtig, so ein Genre rauszubilden. Ich weiß also nicht genau, wie man diese Produktgruppe nennt. Wagner selber nennt es eben Brezelpizza. Und das trifft es rein technisch auch ganz gut. Das trifft es technisch ganz gut. Nur wenn ihr Bock auf eine Pizza habt, wird es geschmacklich definitiv nicht das sein, was ihr vielleicht erwartet. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt eher so eine, einfach ja, so einen heißen Auflage-Brezelspaß haben, in Pizzaform, dann ist das nicht schlecht. Ich bin positiv überrascht von dem Ding. Keine Ausgeburt der Raffinesse und Vielseitigkeit, aber kannst du dir auf den Zahn legen. Na schauen, in welcher Wertung ich das Ganze ansiedeln werde. Denn ich habe diverses probiert, diverses gekostet, aber wenig an der Tafel bisher gemacht. Das wollen wir jetzt natürlich ändern. So, wir fangen mit dem einfachen Zeug an. Und das ist natürlich das Laugentheater hier, ne? Also, wir sehen minimaler Unterschied im Preis, ein bisschen mehr Gewicht bei dem einen, ein bisschen weniger bei dem anderen. Ob ihr jetzt eher der Stangen- oder der Brezelliebhaber seid, hängt maßgeblich, glaube ich, auch so ein bisschen von der Optik an, ab. Oder wie ihr es transportiert oder ob ihr es mit was essen wollt. Da möchte ich gar nicht groß urteilen. Ich muss sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe das im Gepäck und ich gehe davon aus, im Gepäck nach Übersee habe ich kann ich die Kühlkette wahren. Dann sind die Brezeln schon das, wo ich sagen würde, hier, schaut mal, das Deal wird nur bei uns. Das stimmt natürlich nicht, aber so, wo man sagt, als Botschafter für etwas aus meiner Sicht typisch Deutsches, ohne es genau zu wissen. Ich habe es jetzt nicht studiert, die Geschichte der Laugenbäckerei. Inwieweit das, wir das für uns reklamieren können hier in Deutschland oder das eigentlich woanders herkommt, ich weiß es nicht. Aber es hat zumindest die Anmutung, dass so Brezeln, glaube ich, so was Typisches sind, was es in Deutschland auf jeden Fall gibt. Und da würde ich sagen, die Brezeln, ich mache ja auch eine Skala von 1 bis 10 der Einfachheit. 10 bedeutet, jawohl, mit dem Geschenk macht er nichts falsch. Die Brezeln sind das perfekte vegetarische Gastgeschenk. Sie kriegen eine 10. Mhm. Die Laugenstangen sind natürlich technisch gesehen ein sehr ähnliches Produkt, aber allein durch ihre Optik, glaube ich, nicht ganz so stereotyp, möchte ich mal sagen. Und deswegen bekommen sie, das ist der Unterschied, aber das ist ein gravierender Unterschied, kriegen hier eine 7. Beide Produkte waren aber sehr, sehr lecker. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine besser war, dass ein Brezel oder Hagelsalz den Unterschied macht. Der dickere oder dünnere Teig macht schon einen Unterschied. Aber auch das wäre jetzt unfair, da jetzt abzuleiten, dass das eine besser als das andere sei. Beide waren wirklich sehr, sehr gut, muss ich einfach mal sagen. Ich bin nicht wahnsinnig erfahren im Bereich der also macht ihr selber irgendeinen Laugenkram im Ofen warm. Aber beides hat mir gut geschmeckt. Das war beides nicht schlecht. Kriegt beides eine 8. Das zu differenzieren braucht feinere Gaumen als den meinigen. Wir bleiben bei den Brezeln und bei der Wagner Brezelpizza, die ich gerade gegessen habe. Ja, seien wir ehrlich, ne? Das ist so ein Hybrid. Das ist quasi so, du machst Zwischenlandungen in diversen Ländern und dann guckst du mal, was du kulinarisch im Gepäck hast. Dann kommt dabei die Wagner Brezelpizza, die natürlich mit einem Bein auch hier teutonisches Naschgut mit sich trägt, aber auch völlig anderes. Das ist schon nass. Ja, komm, sind wir nett.
Ich gebe eine 5. Kannst du mitarbeiten, kannst du machen. Geschmacklich war das keine, wie gesagt, keine Offenbarung. Es war simpel, es war schmackhaft. Nichts, wo man sagt, geil, dafür hungere ich gerne. Aber auch nichts, wo man sagt, haben wir nicht noch was Besseres im Haus, wenn es Not tut. Kannst du dir auf den Zahn legen. Und kannst du möglicherweise auch verfeinern oder mit einer feinen Dip-Geschichte noch richtig aufbrezeln. Deswegen gebe ich hier eine 7. So. Da steht Micha Reinke. Hi, Micha. Was steht? Willst du was? Willst du was rum? Ja, willst du? Darf ich dir vielleicht eine Laugenstange anbieten? Ja. Oder lieber Micha Reinke, ja auch ein guter Freund von mir. Micha, so. Das ist noch nicht gemacht, aber ich kann dich ja anbieten. Zum Beispiel, du kannst dir eine Brezel nehmen. Hast du die selber gebrochen? Ja, klar. Ja. Oh. Und? Ist geil. Aha, willst du auch eine Laugenstange mitnehmen? Mhm. Immer. Die ist nur abgezupft, nicht abgebissen. Ja. Machst du denn das Salz ab? Also ich habe sehr viel Salz drauf gemacht, glaube ich. Ne, würdest du schon sagen, ja? Ja, ich, wie gesagt, ich habe eher von der Lauterbach-Salzung gesprochen, aber musste mich dann selber beim Geschmackstest eines Besseren belehren lassen. Sehr dicke Krumen, ne? Der dicke des Tests, reichen eigentlich 3 Stück von. Ja, so, ne? Da hast du vollkommen recht. Aber genieße, es schmeckt dir, ne? Hab ich gut gemacht, ne? So, das freut mich sehr. Willst du noch vielleicht ein Stück von der Brezel-Pizza mitnehmen? Yes. Komm hier, dann gönn dir mal. Du nimm dir das Leckere, ich bin gespannt, welches du nimmst. Hätte ich auch gemacht. Direkt reinbeißen? Ja, hau rein. Und? Alles klar, ich habe auch echt Hunger, ne? Also, ja, so, ja, perfekt. Ja, ich hab noch mehr, dann kommst du später wieder. Gleich so. Fühlt dir sehr gut, die Hose. Ja, finde ich auch, ne? Fühlst du es immer an? Ja, absolut. Ich fühle sie auch so an, als ob ich sie immer an hätte. Ja. Also ich habe mal dran geschnuppert und dachte, ich bin nicht der Erste, der sie trägt. Ja, nicht nur reinwachsen. So, dann würde ich sagen, wir nutzen die Gelegenheit, um eine ganz kurze Pause zu machen. Micha Reinke ist abgesättigt, sage ich jetzt mal so. Wir haben noch weitere Produkte. Fleischsalat, das große, weite Feld, wird als nächstes weiter verköstigt werden. Und bis dahin könnt ihr ganz kurz eine Notwasserung machen oder was auch immer. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Löffelmesser Gelbe. Die Angst ist mit. Wir haben uns wieder umgeguckt in den Supermärkten der Nation und für euch ganz tolle... Hallo, Captain Penninger! Rocket Beans TV. Wann du willst, wo du willst. 24/7 auf Zattoo.com und Rocket Beans TV. Einfach so. Habe die Erde. Herzlich willkommen zurück zur wunderbaren bayerischen Qualitätsverkostung oder zumindest von Sachen, die man gerne auf dem Oktoberfest. Festsport oder auch bundesweit. Wir machen einen kleinen Zwischenstopp in Fleischsalathausen. Da sind die Einwohner nämlich der Meinung, dass ihre Stadt den Fleischsalat Freistadt am besten repräsentiert. Und wir waren schon in Mayo-Lübeck. Wir haben Walter Popp besucht. Und bei den Wonnemeyers haben wir einen Zwischenstopp gemacht. Aber da gibt es natürlich noch mehr, die alle warten, von mir eingeschätzt zu werden und gegebenenfalls den Landespokal für den besten Fleischsalat nach Hause zu holen. Wir sind mit unserem kleinen, munteren Reisebus in Gut- und Günstighausen gelandet und haben hier einen Delikatess-Fleischsalat mit eingelegten Gurken. Und es steht drauf, das ist ein Trend, den ich auch schon immer häufiger beobachte, kleiner Kauf, kleine Menge, weniger Food Waste. Kennt man vielleicht, dass man ja manchmal wirklich, dass so Packungen zu groß sind. Und so 400 Gramm Frischkäse, den musst du erstmal wegessen. Und dann wünscht man sich vielleicht manchmal eine kleinere Packung oder so. Und deswegen gibt es kleinere Packungen mit weniger Inhalt. Ich weiß nicht, ob das ökologischen Sinn ergibt, aber man schmeißt potenziell weniger weg. Kann aber auch sein, dass man deutlich mehr dafür bezahlt. Das alles weiß ich nicht so genau, aber habe ich schon ein paar Mal gesehen, deswegen wollte ich es anmerken. Also, schauen wir doch mal, was dieses Nicht-Markenprodukt von Edeka kann. Schöne Abrisslasche. Nicht nur vom Geräusch sehr attraktiv, sondern eben auch rückstandsfrei und leicht abzulösen. Ja, also ähnlicher Geruch. Es ist immer so eine Mischung aus Mayonnaise, Gurkigkeit und ja, diesem komischen Fleisch. Auch hier sehen wir, es ist ein bisschen, ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr Creme drin. Diese Fleischfetzen fliegen da auch schön rum. Ich rühre es mal so ein bisschen an und dann wollen wir noch mal schauen, was der erste Gabeltest denn zutage fördert. Hm.
unaufdringlich, leicht säuerlich, medium gewürzt. Das Fleisch knackt und kaut sich so ein bisschen zu. Kaut sich so ein bisschen unangenehm. Also ganz, ganz leicht. So ein bisschen knackig, so flutschig, knackig. So wegflutschig. So Fluchtfleisch nennt man das ja auch. Wenn das zwischen den Backenzähnen so eine gewisse Tendenz hat, einfach abzuhauen. Ein einfacher Grundgeschmack. Schmeckt aber deswegen nicht schlecht. Aber auch eher wieder wurstig. Okay. Ich muss die gleich alle nochmal in so einem Schnelldurchlauf mir ins Gedächtnis rufen. Ja, ich guck gleich vor allem mal drauf, wo am meisten Fleisch ist oder Fleischartiges. Denn wir haben natürlich auch noch den Chef Select Fleischsalat ohne Gurke. Mit feiner Rauchnote. Also tatsächlich etwas anderes. Und man sieht es auch schon an der Farbgebung. Das sieht eher so aus wie so gezuzelter Schweinebraten, ne? Und weniger wie so dieser pinke Fleischsalatstreifen-Mix. Ich guck mal kurz, ob er abgelaufen ist. Einfach nur so ein Sicherheitsblick. Ja, dieses Graufleisch ist teilweise ein bisschen verdächtig. Aber es steht nirgendwo drauf. Hä? Wo finde ich denn diese Information? Nämlich ist dann doch brennend interessiert. Siehe Packungsseite. Ach so. Ja, ist noch haltbar. Gut. Aber ein bisschen, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt folgen könnt. Ich werde es schon mal probieren, aber ich will erstmal schnuppern. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil man sieht, ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt. Teilweise ist es so ein bisschen rosiger, das Fleisch. Teilweise ist es eher so Graufleisch. Und auch an den Rändern, als ob da einige zu lange an der Luft war vielleicht. Vielleicht ist das auch genau die Natürlichkeit, die es haben soll. Aber ich bin ein bisschen Angst, gebe ich ganz ehrlich zu. Es ist aber noch nicht, es gärt noch nicht. Also es ist noch kein Mucke ist auch gerade, hat so ein bisschen was von, ne? Augsburger Puppenkiste, so das neue Spiel wird eröffnet. Man sieht so die Credits nach einer Idee von Alois Mooshammer. Musik Ingegret Fassmian. Buch, Text, Regie Xaver Handlechner. Und das Lustspiel heißt, keine Ahnung, Alpen Andi und Zwetschgen Pferdi. Die beiden frechen Gesellen, die Dorfschule am Stadtrand von München mit ihren Streichen unsicher machen. Ja, Folge 1, der neue Lehrer. Oh, es riecht ein bisschen. Ich habe echt ein bisschen. Ach, guck mal an. Jetzt hier, passt mal auf. Sobald ich hier diese graue Haube anhebe, kommt da drin die Rosigkeit, die ich erwartet habe, zum Ausdruck. Ist ein bisschen schwer zu sehen hier. Aber glaubt mir einfach, dass hier außen so ein bisschen so ein tristes Grau ist. Und kaum hebst du es an, wird es deutlich rosiger und sehr fleischig, das muss ich mal sagen. Ist keine Gurke drin. Ja. Also mit Goodwill, ne? Nimmst du sowas wie eine Rauchnote wahr? Wenn es nicht draufstehen würde. Es schmeckt aber einfach nur nach Fleisch. Also es ist wirklich der Fleischeinsatz in allen Ehren. Also das ist mir zu hart. Da fehlt schon einfach eine gewisse Raffinesse in den Paarungsbeilagen, die hier reingegeben wurden. Also. Nee, komm, Leute. Das ist, finde ich, übertrieben. Wenn ihr sagt, ich bin einfach ein Fleischmensch, ich könnte das Tier auch so kauen, wenn es auf der Weide steht, dann ist es vielleicht genau euers. Das ist mir zu extrem. Das ist so eine Spielart des Fleischsalats, die für sich zu Recht einen gewissen Exotenbonus und damit ein Alleinstellungsmerkmal reklamiert, das allerdings nicht zwingend dafür führt,
dazu führt, dass man sagt, ja, das ist auch besonders geil. Weil das fand ich jetzt nicht. So, jetzt kommt der vegane Fleischsalat mit Wurstersatz auf Basis von Rapsöl und Sonnenblumenmehl. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Optisch haben wir auf jeden Fall eine Situation, die jedem Fleischliebhaber oder ehemaligen Fleischfreund das Gefühl geben möchte, jawohl, rein visuell musst du dich nicht umgewöhnen. Das, was hier rein vegetarisch ist, was habe ich denn für einen ekelhaften, das, was hier rein vegetarisch ist, soll immer noch so ein bisschen diese Fleischromantik ins optische Bild mit reinbringen. Bin ich mal gespannt. Ich mache einmal den Spültrunk. Ja, riecht unaufdringlich. Ich höre noch mal ein bisschen durch. Ja. Soweit so gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist wieder Gurke, es ist wieder Mayonnaise, es sind vegetarische Fleischersatzfetzen. Das hat so eine Pappigkeit leider. Ich hätte jetzt gedacht, wenn die ganze Mayonnaise weggespeichelt ist und auch die Gurke sich verkrümelt hat, bleibt dieser Fleischersatz, leicht pappige Geschmack hier, super stark zurück. Aber das ist nicht mal so. Dieser Geschmack ist sofort da, selbst wenn du noch quasi die kompletten Kompagnons im Mund hast. Ja. Also ich sag mal so, der zweite Bissen war gerade deutlich besser. Aber ist schon ein bisschen speziell. Das muss ich sagen. Aber es ist nicht so dominant, dieser Pappgeschmack, den man manchmal ja so hat bei Fleischersatzprodukten. Und damit ist das schon okay. Aber ich glaube, das geht noch besser. Könnte ein bisschen säuerlicher zum Beispiel sein. Vielleicht ein bisschen an der Gurkenfront nochmal nachbessern. Dann geht das vielleicht schon in die richtige Richtung. So, das waren die. Ach, da gibt's ja noch einen veganen Fleischsalat. Mit Gurke auf Basis, nach Art eines Fleischsalats auf Basis von Rapsöl und Sonnenblumenmehl. Sonnenblumenmehl, das scheint der heiße Scheiß zu sein. So, sieht auf den ersten Blick ehrlich gesagt ganz genauso aus, möchte ich mal sagen, ne, wie der andere Kollege. Ich ziehe ihn mal ab. Jo, riecht auch ähnlich, nicht besonders aufdringlich, nicht besonders intensiv. So, dann wollen wir nochmal hier gleich. Ja, ich reib's nochmal durch. Würde mich nicht wundern, wenn das fast identisch schmeckt, ehrlich gesagt. Nee. Schmeckt auch leicht anders. Also das schmeckt fleischsalatiger, möchte ich tatsächlich sagen. Und es ist tatsächlich nicht so. Ich habe ganz kurz gedacht, hä, ist das dieselbe Fabrik? Also das ist ein Penny-Produkt von Dr. Schröter Feinkost aus Essen. Und dieser Fleischsalat wiederum, Veggie Mein Tag, ich glaube, das ist ja die Aldi-Serie, der wird von Pop-Feinkost, also hier, ne, hergestellt. Erster Geschmack war ein bisschen, Dann finde ich besser. Der ist säuerlicher, ein bisschen mayonnaisiger, cremiger. Und dadurch gerät dieser Fleischersatzgeschmack so ein bisschen nach hinten. Und das finde ich gut. Also er wird quasi zurückgestellt, um ein wenig die Bühne freizumachen für die anderen Aromen. Und das finde ich gut. Hm? Schmeckt mir besser. Wenn ich die direkte Wahl hätte, würde ich mich, glaube ich, für den entscheiden. So. Ich würde sagen, wir fangen dann vielleicht sogar mit dem jüngsten Geschmackserlebnis dann mal an. Das war einmal hier Food for Future. Wo haben wir es denn? Penny No Fleisch Food for Future. Der war ja repräsentativ für Deutschland. Da muss ich mir jetzt innerhalb dieser Gruppe vorstellen, welcher ist der, den ich sozusagen wieder als Markenbotschafter mitnehmen würde. Weil die Repräsentanz für Deutschland von Fleischsalat mag sehr hoch gegeben sein. Kann ich nicht einschätzen. Ist für mich aber nicht so typisch wie jetzt zum Beispiel wie so eine Salzbrezel. Ne? Also, ja, also.
Wir haben einmal hier unten Penny, 79 Cent auf 100 Gramm. Das ist der spannende Wert, den wir vergleichen wollen. Und wir haben Wonne, mein Veggie-Tag, 65. Also, der ist günstiger. Auch wenn der absolute Preis höher ist, ist entsprechend mehr Gewicht drin. Und hier möchte ich sagen, ach, das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ne? Da muss man sagen, wenn es vegetarisch ist, muss damit automatisch der höher sein, weil er ein bisschen säuerlicher schmeckt. Ich gebe dem jetzt hier mal eine 7. Das ist ein bisschen schwierig. Ihr müsst diese Zahl jetzt so innerhalb der Fleischsalatfamilie sehen als Relation. Und weniger im direkten Vergleich mit der Laugenstange. Ja, ich setze jetzt mal voraus, dass Fleischsalat für die meisten ein typisches Ambassador-Gericht ist, also ein klassisches Botschafter-Gericht. So, da haben wir das von Penny. Das ist nicht ganz so repräsentativ, was sich jetzt auch in den Geschmacksnoten niederzeigen wird. Hier gehe ich mal, doch, kann man machen. Hier kommt eine 6 rein. Das ist völlig in Ordnung. Nicht überragend, aber in Ordnung. Das Penny Food for Future, das stinkt dann schon dagegen ab. Und kriegt deswegen eine 4 von mir. So, jetzt müssen wir, haben wir da hinten eigentlich auch noch Sachen drauf? Ach du heiliger Bärenbaum. Natürlich haben wir das. Jetzt muss ich noch mal im Schnelldurchlauf die Fleischsalate. Einmal so ganz kurz, nur um die Geschmacksknospen noch mal zu kitzeln und mich daran zu erinnern. Die beiden sind raus. An denen brauche ich mich nicht zu erinnern. Ey, Marc, das ist das gleiche Spiel. Das ist jetzt der Chef-Select. Wo ist er denn? Da unten ist er. 70 Cent, also macht wieder einer auf Edelheimer, ne? So Delikatesse und versucht so ein bisschen Etipetete-mäßig daherzukommen. Beim Preis merkt man es zum Glück nicht. Pff, ey, das ist reines Fleisch. Also ob das jetzt in irgendwie, ja Gott, ja, keine Ahnung. Geschmacklich auf jeden Fall, der war nicht meins. Der bekommt eine 3. Grüße gehen raus. So. Und jetzt wollen wir doch mal gucken bei diesen anderen, wie denn da eigentlich die Fleischverhältnismäßigkeit war. Das wollte ich ja noch mal nachschauen. Also hier haben wir Salatcreme, Eigelb, bla bla bla. 34% Fleischwurst. Hier haben wir 40% Fleischwurst. Hier haben wir 40% Fleischwurst. Und hier haben wir 30% Fleischsalatgrundlage. Und das erklärt vielleicht auch, warum mir der so gut geschmeckt hat. Weil allein weniger Fleisch drin ist, das intensiv schmecken kann. Das, wenn ihr jetzt sagt, ey, Fleisch ist euer Gemüse und Fleisch ist das entscheidende Argument, also die Menge an Fleisch zu dem einen oder zum anderen zu greifen, sei euch das von Herzen gegönnt. Für mich ist es jetzt kein entscheidendes Kriterium, um hier eine bessere oder schlechtere Note zu gehen. Ich gehe jetzt hier rein nach dem Geschmack. Also, ich fange nochmal mit dem an. In meiner Erinnerung war das der leckerste. Schön säuerlich, nicht zu fleischig, mit einer leckeren Creme. Ihr müsst Gurken mögen. Ich blieb ja seinen Rachen mit Radler. Ich bin einfach zu faul, mir was anderes zu holen. Auch gut. Ein bisschen fleischiger, wie gesagt. Schmeckt mir auch. Nicht so säuerlich. Geht geschmacklich ein bisschen mehr in die Breite. Und wenn ihr es also nicht ganz so säuerlich mögt, mag das eher euer Kandidat sein. Und das Fleischigere, wie gesagt, kommt hier stärker raus. Also, ich mache hier schon mal, übrigens, ich werde das nicht vergessen, hier schon mal das Wasser heiß, denn wir haben noch Fleischwürste, vegetarische. Jetzt kommt hier Wonnemeyer. Wonnemeyer ist bei Aldi, ne? Glaube ich. Ach, es wird schon an der Tafel stehen. Ist wirklich super wurstig. Ja. Also Fleisch ist definitiv, steht hier auch drauf, Fleischsalat. Insofern kriegst du Fleischsalat-Geschmack mit dem Schwerpunkt auf Fleisch. Ist aber nicht so meins.
So, und als letztes nochmal das Gut- und Günstig-Produkt. Die Discounter-Variante im Edeka-Sortiment. Finde ich geiler. Sehr mayonnaisig. Säuerlich. Auch fleischig. Finde ich aber vor allem durch die Cremigkeit irgendwie geiler. Aber ich bin natürlich auch so ein Mayo-Fan. Und so ein Sauer-Mayo-Tunken-Boy. Insofern gefällt er mir. Gut. Es bleibt dabei. Ich habe sie jetzt in der Reihenfolge gegessen, wie ich sie auch ranken würde. Das bedeutet, Mayo Lübeck war hier echt der Beste. Der schmeckt, der war wirklich gut. Wo ich jetzt sagen würde, ich bin kein großer Fleischsalat-Experte, aber den kann man sich mal kaufen. Also ist nicht wirklich ist mein absolutes Leibgericht, aber der war lecker. 30%, schön säuerlich, gurkig, der war nicht schlecht. Dann hatten wir hier den Kollegen von Pop. Der von Walter Pop, und da sieht man schon auch direkt im Preis keinen gigantischen Unterschied, ist ein bisschen teurer als der von Mayo Lübeck. Ja, macht den Salat aber nicht wahnsinnig fett. Kein schlechter, kriegt eine 7. Entsprechend 6 an den Gut- und Günstig-Fleischsalat, der dann wirklich deutlich günstiger ist. Also der kostet dann tatsächlich einfach auf 100 Gramm einfach mal eben die Hälfte von den beiden, die da drüber lagen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch den Wonnemeier von Aldi, der mir mit seiner krassen Fleischintensität nicht so recht war. Aber jetzt wird das Bild für mich wirklich rund. Er kriegt die 5. Denn der, wo war denn dieser Monsterfleischsalat? Ja, hier bei 3, das passt schon. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ehrlich gesagt, so muss ich das jetzt irgendwie auch hier ranken, ne? Das ist so eine gewisse Analogie, die da jetzt rauskommt. Ja, ist ein bisschen schwierig. Bin ich bei euch. Das ist dann jetzt einfach analog dazu, welcher schmeckt mir am besten und ist für mich so das Typischste, soweit ich das bei Fleischsalat sagen kann. Das ist der, der gewinnt. So ist das nämlich. So, wir machen weiter. Wir schieben uns jetzt wieder was Geiles in den Ofen. Und dann schauen wir mal über diese Chakra-Platzen hier. Schön hier was reinpfiffen in die Speiseröhre. Wir haben jetzt die Lutz traditionell bayerische Leberkäsebrezel. Bayerisches Fleischkäsebrät in Brezelform. Paniert und gebraten. Ja, ist schon ein bisschen angestrammt. Das soll heißen, es strahlt ein wenig ab. So ist die Packung dadurch. Also ein bisschen aufgebläht scheint. Das ist aber kein Grund, gleich panisch den Krankenwagen zu rufen oder das Gesundheitsamt. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass wir das hier haben draußen liegen lassen. Ein wenig zu lang, aber deswegen schnell fressen ist schon gut. Mal schauen, was sonst im Bauch halt tut. Ne? So. Das packen wir jetzt mal rein, denn das kommt ja eben in den... Es riecht nach Salz. Es riecht nach Würze. So ein gewisses Maggi-Flair kommt hier ohne Scheiß raus. Also Maggi-Würze, ne? Aber ich find's geil, ich mag ja sowas, weil das ist wieder sowas Spezielles, wo einfach Dinge kombiniert werden. Die Fleischwurst und die Brezel in der Form und im Teig, sowas, damit kriegst du mich. Das finde ich geil. Dafür wurde eigentlich Löffelmesser Gäbel mal ins Leben gerufen. Genau diesen etwas bizarren Kram, auszuprobieren. So, 3 Minuten, glaube ich. Ist also wirklich einfach nur zum Erhitzen gedacht. 3 bis 4 Minuten bei 180 Grad. Komm, das haben wir doch hier. Und das ist doch wunderbar und schön. Währenddessen, ja, können wir hier dann auch schon mal die vegane Weißwurst mit Erbsenprotein reintun. Praktisch ohne Haut. Also ist tatsächlich, damit stellt sich dann die Frage auch nicht mehr, wie man sie denn genau zu essen habe, weil es ist gar keine Haut dabei. Ich schneide sie natürlich, weil da gibt es ja nichts zum Zuzeln. Ich mag Weißwurst ganz gerne. Also selten, aber so einmal im Jahr oder so kann man schon mal Weißwurst mit einem schönen süßen Senf und einer Brezel ganz gut essen. Da bin ich mal deswegen gespannt. Das hier, wo ist, aber das ist auch mal bei diesen Schweißnahtprodukten, ne? Wo ist denn jetzt hier genau eigentlich die Kante? Wo ist die nicht geklebte Aufreißlasche? Oder gibt es sie gar nicht? Oder habe ich wieder das aus der Charge, wo sie nicht vorgesehen ist? Muss ich denn jetzt wieder schneiden? Ja, ich muss. Aber das gibt sie einfach nicht. So, wo ist... Ich hatte doch eben eine Schere. Wo habe ich den jetzt schon wieder hingelegt? Ach, lecker.
So, dann wollen wir mal schauen. So. Ja, das ist schön heiß. Brauchen wir jetzt auch gar nicht groß kochen lassen. Das lassen wir jetzt einfach mal so ein bisschen ziehen. Guckt ihr, da kommen die Kleinen hier schön aus dem Plastikeuter gedrückt. Wie so ein Wanderhoden, den man sich zurück in den Unterleib presst. So. Ich lasse sie einfach per Finger ins Wasserbad gleiten. Schaut euch das an. Kommen hier wirklich leicht rausgezuzelt, ne? Finden den Weg alleine zurück in die Freiheit. So, die lassen wir jetzt mal so ein bisschen ziehen. Das Wasser kocht nicht. 15 Minuten soll es in einem heißen Topf erhitzt werden. Da freuen wir uns drauf. Darauf freuen wir uns gleich auch. Und parallel würde ich sagen, widmen wir uns jetzt doch mal einmal den Mikrowellengerichten. Denn wir haben wirklich das Wiesenschmankerl, herzhafte Weißwurst in Senfsoße mit Kartoffelpüree und Weinsauerkraut. Also ein Mehrkammer-Fertiggericht für die Mikrowelle, alternativ fürs Wasserbad, habe ich noch nie gesehen. Ist, glaube ich, wirklich ein typisches Aktionsprodukt, was ein Supermarkt ins Programm genommen hat. Und das ist Aldi. Also, das ist Saisonware aus dem Hause Aldi für 2,59 Euro. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich nutze die Gelegenheit trotzdem auch noch mal, das hier einfach mal. Tut mir leid. Ich weiß, jeder Knacks tut mich hier in der Aufnahmeleitung gerade so richtig weh, weil er denkt, mein Gott, jedes Mal das gleiche Spiel. Aber ich lerne es halt auch nicht. So, ach Gott, da ist ja noch wahnsinnig hier was zu tun. Das kriegen wir aber alles hin. So, ganz kurz, ich öffne diese Packung, tue sie gleich in die Mikrowelle und werde mich danach dem Backofen widmen, um zu schauen, was mein potenzielles, also das, was mich am meisten interessiert, gebe ich ganz ehrlich zu, die Fleischwurst-Brezel, was die denn kann. So. Ah, schön hier das Multikammersystem. Einstechen, die Gabel probieren, um schon mal zu gucken. Jawohl, es ist eindeutig Sauerkraut. Hab ich am Geschmack erkannt. So, ich bin... Kriegen wir das? Kriegen wir das? Ne? Das finde ich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber es heißt natürlich nicht für mich. Für mich gelten hier in der Sendung andere Regeln. Ich darf es selbstverständlich benutzen. Haben wir eigentlich eine Mikrowellenhaube? Brauchen wir sie, ist die wichtige Frage. Nein, sagte Colin, beantwortete selbige. Komm, 4 Minuten. Irgendwas zwischen 700 Grad, als ob ich es jedes Mal nachlesen müsste. Vielleicht sollte, aber nicht müsste. Wir nehmen uns jetzt hier mal diese Brezel raus. Ich bin echt mal gespannt drauf. So. Ich werde gut im Multitasking, ne? Das könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren lobend erwähnen, dass ich hier mittlerweile wirklich ein hohes Level an Skillung und dem Parallelbedienen von Geräten, Moderation, gleichzeitig darüber reden und auch noch probieren und das alles in der Zeit bleibend. Da möchte ich sagen, ich erkenne selber einen Fortschritt bei mir. So, rein damit. Der Backofen hat für heute Feierabend. Danke, du hast mir schon schlechtere Dienste geleistet. Oder ich dir, so, schön wieder reindrücken, damit man die Oberfläche gut abwischen kann. Und dann wollen wir doch mal schauen, was denn diese, ich gucke noch mal auf die Anteile hier in der Packung, denn wir haben 70% Schweinefleisch, der Rest ist Panade und weiß der Teufel was. Okay. Ja, das riecht echt so richtig wie eine Brühe. Es riecht wie Brühe. Ja, gut. Dann wollen wir mal, schneiden wir uns da mal gut gelaunt und neugierig einfach mal ins Innenleben rein. Das ist eher sowas, das kannst du wahrscheinlich gut mit Püree essen zum Beispiel. Einen züchtigen Kartoffelbrei. Ich schneide hier mal so ein schönes Stück raus, damit ihr euch optisch auch mal einen guten Blick aufs Innenleben, ne? Hast du ein bisschen so eine leichte Corn-Dog-Romantik, die dabei rauskommt. Innen haben wir diese
Fleischbrateinlage und drumherum. Diese Pretzelpanade. Bin ich sehr, sehr, sehr. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, es riecht einfach so mega brühig. Hätte noch ein bisschen wärmer sein können. Also der Primärgeschmack ist ja der Leberkäse. Ist was, soll es ja auch so sein, wie beim Schnitzel willst du ja auch natürlich Panade irgendwie schmecken. Es ist ein bisschen trocken. Es hätte ein wenig länger im Backofen sein können. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen knuspriger, aber wir haben es an den entsprechenden Vorschlag gehalten. Ja, schmeckt ganz gut. Wie gesagt, ein bisschen trocken. Wenn ihr jetzt nur Bock auf den Leberkäse habt, dann macht euch lieber einen richtigen Leberkäse. Ohne diese Panade drumherum. Aber kannst du essen. Ein bisschen hier einen schönen süßen Senf dazu, ne? Wir lieben ihn. Aua! Wir lieben ihn ja alle. Also ich zumindest. Als Kind war das für mich immer das Krankste und Verrückteste, was es gibt. Süßer Senf. Sind die denn alle bekloppt? Dann habe ich ihn irgendwann mal gegessen. Ich glaube, es ist sogar das erste Mal mit Weißwurst. Ich habe ja mal in Bayern gelebt, ne? Deswegen ist das natürlich alles, jedes drüber lustig machen, jedes schlechte imitieren, jede Geschichte von Pumuckl und seinen Freunden ist natürlich immer mit einem ganz großen, umarmenden, wohlwollenden Liebesbeweis meinerseits an den südlichen Teil der Republik verbunden. Also, das ist ganz klar. Ich glaube, das kommt aber auch rüber. Ich habe da gerne gelebt. In Würzburg und in Mehring in der Nähe von Augsburg. Das waren schon schöne Jahre da. Und da habe ich auch das erste Mal eben Weißwurst gegessen mit süßem Senf und das war richtig geil. Und so eine Leberkässemmel mit süßem Senf, auch geil. Mhm. Ja, mit süßem Senf geht alles. Also kannst du machen. Ist wahrscheinlich wirklich sowas. Kannst du gut so richtig zu einer Hauptspeise als Beilage dir machen. Ein bisschen Kartoffelbrei dazu, vielleicht auch ein bisschen Rotkohl. Dann ist das so ein. Ist aber eben, es bleibt so ein Gag. Weil es einfach nur Leberkäse in einer leicht anderen Form ist. Kann man mal machen. Ist aber, glaube ich, um die Repräsentanz und so dieses Diplomatengehen mitzutragen, ist es eigentlich ganz geil. Weil es nämlich genau das ist. Es ist so alles drin, was hier so zusammenkommt. Wir haben eine Brezelform. Wir haben so eine Teigummantelung. Wir haben drin Leberkäse, die Packung in den blau-weißen Freistaatfarben sozusagen suggeriert das auch nochmal. Also das ist so ein bisschen so ein Gag mit Bringsel, aber was, glaube ich, super krass assoziiert mit Deutschland, so ungefähr. Da würden alle, glaube ich, drüber lachen. Das ist sowas, die Fastfood-Kultur arbeitet sich da auch einmal durch das Traditionsessen und erfindet neue Dinge. Das finde ich ganz gut. Und weil das so ist, kriegt das hier auf jeden Fall es ist ein Gag, aber es ist ein charmanter Gag, ne? Das muss man mal sagen. Und ein charmanter Gag ist ein Gag, den ich, wo finde ich denn? Lutz Beidisch Leberkiss. 1,49 kostet das, ja. Kann ich nicht beurteilen, ist das teuer, ist das wenig. 1,49 kriegst du auf jeden Fall eine ordentliche Sättigungsbeilage. Nein, kriegst du nicht, du kriegst ein Stück Fleisch, ein ordentliches. Ey, komm hier, zack. Alles drin, Brezel. Ich hab's gesagt, ganz klar, das nimmst du mit. Es ist geckig, das zeigst du ja, wir Deutschen haben auch Humor, wir können auch super lustig sein. Da lacht die amerikanische Gastfamilie und sagt, geil. Oh, those crazy Germans. Und die Wertung? Na komm, eine 7. Vollkommen okay, aber es ist so ein bisschen steht zwischen den Stühlen. Und das, was es optisch eben zeigt, zeigt sich auch im Essbild. Sie kann sich nicht so ganz entscheiden, was ich sein will. Und ich glaube, panierter Leberkäse wird jetzt nicht so der Alternativ-Monster-Trend werden, der den anderen komplett überflügelt. So, wir stellen sie einmal beiseite und widmen uns doch jetzt, würde ich mal sagen, dem Fertiggericht. So. Und können aber auch gleich, ich glaube, da werden sich alle freuen, schon mal dem Kassler widmen. Also ja gut, Kassler ist natürlich so ein Dauergericht.
Das hat jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Oktoberfestzwingen zu tun. Das gibt's ja so ganzjährig. Wir hatten das, glaube ich, auch sogar schon mal. Aber weil es hier liegt und ich noch nicht satt bin, werde ich das natürlich auch mal in die Mikrowelle gleich tun. Das sieht aber schon ein bisschen, ne? Da haben wir schon richtig schön durchzogenes Fleisch. Wo ich schon wieder weiß, Sergeant Schwabbel, der hat nur darauf gewartet, bei diesem Stück Fleisch gleich aus der Packung zu hüpfen und mir das Leben potenziell im Gaumen schwer zu machen. Ne? Da ist schon viel Durchzogenes dabei. So. So, dann holen wir das jetzt mal raus hier schnell. So, tun das schon mal rein. Wie das so ist, ich glaube, mehr kann man Menüschalen für die Mikrowelle, bei denen Sauerkraut eine wichtige Rolle spielt, sind genau das. Ein Sauerkraut Massiv-Inferno. Also, weil es riecht einfach so krass nach Sauerkraut, dass die anderen Sachen, ja, ich jetzt gerade überhaupt nicht wahrgenommen haben. So Mikrowellen-Sauerkraut riecht echt immer krass selbstbewusst. Jo, ganz alte Senfnote kommt hier aus der Fleischkammer. Ja, ich bin gespannt auf den Kartoffelpüree, denn da haben wir ja auch schon so richtig vom Schäbigsten und von okay gehabt. Alles dabei in den Spezialsendungen oder auch in Mehrkammer-Menü-Systemfolgen. Da gibt es auch dann doch schon ordentliche Unterschiede. So. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Firma dafür verantwortlich zeigt. Da muss ich mal gucken, ob das jetzt irgendwie von Wingert kommt, Wingert Food. Oder von, vielleicht ja auch von Erasco. Wingert, habe ich recht gehabt. Wingert Foods, das sind immer die Billigvarianten von diesen Mehrkammer-Menüschalen, die man im Supermarkt findet. Das sind immer die, die ja kostet alles immer 1 Euro weniger als jetzt Du Darfst, Sonnenwassermann oder Erasco. Insofern schauen wir mal. Heißt erstmal nichts, aber wenn man zum Beispiel die Rostbratwürstchen Marke versus Wingert isst, er merkt da schon so einen gewissen Unterschied. Beides keine Delikatessen, aber auch da gibt es Abstufungen. Ja, auf die ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte. Das ist so ein Blockpüree. Hier muss ich erstmal cremig rühren. Boah, ja, der Püree, stimmt, der Wingert-Püree, das ist, glaube ich, nicht wirklich so das Feinste aus dem oberen Regal. Boah, der riecht schon so her, aber das riecht wirklich so ein bisschen, das hat echt so, das hat so ein bisschen Fugenmörtel-Romantik, ne? Und riecht auch so ein bisschen. Ja, nee. Das ist einfach kein guter Püree. Sorry. Ich kann nur hoffen, dass die Soßenbegleitung ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass unter diesem schönen Pelzmantel quasi ein nicht ganz so attraktiver Gast schlummert. Sauerkraut kenne ich auch. Das ist, wie gesagt, dieses Rostbratwürstchengericht, an das ich denke. Das habe ich schon ein paar Mal gegessen. Es riecht krasser, als es ist. Es ist leicht säuerlich, es ist nicht krass säuerlich. Es ist natürlich fein, komplett zerkocht. Könnte ein bisschen würziger sein. Aber auch vielleicht sagt er das Sauerkraut. Ich übe mich in Zurückhaltung, weil die eigentliche Würzigkeit oder der Hauptgeschmack ja durch diese Wurst in Senfsoße kommen soll. Und auf die Senfsoße bin ich jetzt mal sehr gespannt. Die muss ich mal direkt probieren. Also sie ist sehr gebunden, fast schon stückig. Schmeckt leicht senfig, ja, aber auch ein bisschen bizarr. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich so eine Art von Senfsoße eher selten gegessen habe in meinem Leben und deswegen ich so ein bisschen irritiert bin erstmal von diesem Geschmack. Aber jetzt mache ich mal das, so wie ich es essen würde, wenn ich es auf dem Teller hätte. Also ein bisschen durchmischend, bevor ich dann gleich mal mich der Weißwurst widme. Im Zusammenspiel wird es besser. Aber da muss man dann sagen, im Zusammenspiel hat auch dann das ist die Weißwurst. Die Weißwurst nicht mehr ganz so gute Karten. Also das Sauerkraut dominiert dann wiederum die Senfsoße. Der Püree zum Glück übt sich wirklich in vornehmer Zurückhaltung und sagt sich, ich bin eigentlich nur da, um dich zu sättigen. Wir haben gerade den Call für die Weißwurst bekommen. Danke, Johanna. Die werde ich gleich mal rausnehmen, aber sie zieht sich ja da sowieso einen weg gerade.
Ja. Also dieser Hauch von Senfsoße macht den Braten echt nicht fett. Es ist nur so ein Hauch. Könnte echt leckerer sein. Aber jetzt schauen wir noch mal, was denn die Weißwurst kann. Die ja wirklich einfach... Ja, so nimmst du so eine Grauwurst, ne? Ein bisschen hier so Graufleisch. Vielleicht kriegen wir das auch in der Deckenkamera ganz gut schon so rein. Ja. So ein bisschen. Eher so ein Wiener Wurst. Frankfurter Wurst-Färbung, ne? Nicht so richtig Weißwurst. Aber es, mal gucken. Also was leicht. So ein Zitrushauch. Okay. Schmeckt jetzt nicht wie eine. Tatsächlich nicht wie eine Bratwurst. Also bei diesen Mikrowellengerichten ist es super schwer manchmal, weil die einfach, gerade bei Fleischsachen, einfach nicht schaffen, das Originalprodukt, wie man es kennt, jetzt eine frische Weißwurst oder eine frische Rostbratwurst, gut in diesen Schalen irgendwie zu konservieren und dann nach der Mikrowelle wieder in diesen Zustand zurückzuversetzen. Aber es ist nicht einfach nur eine geweißte Rostbratwurst, die eben standardmäßig im Programm haben. Es schmeckt schon anders. So, jetzt machen wir noch einmal den Kombi-Boy. Erstmal ein bisschen Soße mit. Also das Sauerkraut ist auf jeden Fall geschmacklich, wenn du das im Mund kombinierst. Es ist der... setzt sich ab, geschmacklich. Der Rest vermauschelt sich irgendwie so ganz okay. Es ist ganz geckig. Aber ich sag mal so, wenn ihr jetzt so eine Vorstellung davon habt, boah, ich hab so Bock auf eine Senfsoße und Sauerkraut und eine schöne Weißwurst. Wenn es das überhaupt gibt, dass jemand diesen Impuls schon mal hatte, weil es irgendwo ein Traditionsgericht ist oder eins, was man auf Karten findet, keine Ahnung. Ich kenn's jetzt in dieser Zusammenstellung nicht. Ja, dann bleibt es am Ende des Tages doch nur ein Fertiggericht, was nicht besonders aufregend kommt und eher eine Varianz ist. Es ist also eher so, wenn ihr euch regelmäßig von diesen Gerichten ernährt, dass ihr sagt, ich hole mir mal was leicht anderes. Aber wenn ihr jetzt das da seht und sagt, geil, das habe ich in meinem Alpenurlaub gegessen, in diesem einen kleinen Wirtshaus. Ihr wisst schon, da mit den beiden tanzenden Ziegen im Fenster und dem Logo von dem Schmied, der Ziege mit dem Hammer hinterher rennt oben. Ich weiß nicht mehr, wie hieß das nochmal, zum Glockenboy. Das ist so lecker. Das möchte ich mir zurückholen. Dann schafft ihr das bestimmt nicht mit diesem Gericht. Also, ja. Ist aber auch dann doch wieder ein Mitbringsel, ne? Das sei gesagt an dieser Stelle. Also ist etwas, weil auch hier alles zusammenkommt auf dem Papier, wo man sagt, oh geil, my relatives from Germany haben mir wieder was richtig Geiles mitgebracht aus ihrem Urlaub, ne? Und das war, wo haben wir es denn? So, Chef, ja, Wiesenschmankerl-Weißwurst, ist es das? Wiesenschmankerl-Weißwurst, ja. Ja, Fertiggerichtspreis 2,59, das ist die Wingard-Preis-Range. Und ich muss sagen, ist auch wieder so ein Gag, ne? Wie geckig gut die Senfsoße jetzt dazu passt. Ja, die Senfsoße bemühte sich schon eher so ein bisschen mit dem süßen Senf geschmacklich zu liebäugeln, als mit einem klassischen mittelscharfen Würzsenf. Am Ende des Tages ist das aber, nee. Ja, kannst du als Gag mitbringen, aber nicht ganz in der Liga. Also es ist für mich eine 9, weil ja, vor allem ist natürlich die Optik, die Weißwurst, das Sauerkraut, das ist schon alles so typisch. Bei den anderen Sachen sind es Dinge, die ja, kriegst du bei uns, kriegst du woanders aber eben auch. Geschmacklich okay. Aber auch eben nur 6. Okay. Und damit nicht okayer. So, das schieben wir mal einmal kurz zur Seite und widmen uns einerseits dem Kassler, andererseits der Weißwurst und zum dritten der dem Leberkäse, der da ja noch auf uns wartet. So. Tipp, tipp, tipp. Tipp, tada, tada, tada. Weißt du wieder nicht hier, ne? Der gute Bestrin, was ist heiß, was ist kalt.
Ich weiß es nicht. Ich stehe im Wald, ich frage mich, wo muss ich drehen? Soll das Fett wohl heiß bald gehen? Bleibt die Pfanne einfach kalt? Keine Ahnung. Und es halt. Colin schreit, oh nein, Sonnenblumenkernöl. Lass mich nicht allein. Wo ist denn das zum Braten? Haben wir was zum Braten hier? Frug ich laut. Guck mal, steht doch da vorne direkt. So, danke schön. Danke, Johanna. Ist richtig, habe ich nicht richtig hingeguckt. Ich war aber nicht, es überrascht mich einfach so diese, also dass wir ein ordinäres Discounteröl, was es hundertprozentig ist vom Inhalt her, in so einer formschönen Flasche da reichen würden, ist einfach, ja, freut mich. Habe ich einfach nicht mit gerechnet. Deswegen habe ich auch nicht danach gesucht. Komm hier ein bisschen Öl rein. Das ist ja nur so Tropfelöl, ne? Macht euch keine Sorgen. Das ist, die Pfanne steht noch nicht im Öl, auch wenn ihr das glauben könntet. So, dann wollen wir uns doch jetzt mal der veganen Weißwurst widmen und gleichzeitig die Mikrowelle anschmeißen. 4 Minuten kriegt das Kassler. Und dann schauen wir mal, wie gut es mundet. So. So. Also, wir vergewissern bzw. vergegenwärtigen uns nochmal, was wir hier haben. Eine vegane Wurst mit Erbsenprotein Typ Weißwurst. Hergestellt mit Erbsenprotein aus der EU. Trinkwasser, Erbseneiweiß, Kokosfett, ganz gehärtet, Verdickungsmittel und dann kommt alles Mögliche an Dingen. Ja, würde ich sagen, hilft ja nichts. Müssen wir durch. Und ich würde auch sagen, ich werde gleich auf jeden Fall hier nochmal den süßen Senf zum Einsatz bringen. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Boah, riecht aber auch schon so ein bisschen freudlos. Guckt euch das an. Guckt euch schon mal hier. Du brauchst nicht schneiden. Das Messer findet von alleine quasi seinen Weg durch das vegane Bratgut. Es hat ja keine Haut, hatte es mal. Man sieht ja auch noch so ein bisschen, ne? So ein bisschen, ich sag mal, man nennt das immer so den Rosettenabdruck von einer Wurstpelle, in der das Ganze sicherlich Kern zubereitet wurde mal. Wenn ich nur dran riechen würde, wüsste ich, ich hätte keine Ahnung, was mich hier geschmacklich erwartet oder welches Produkt, wenn es jetzt ein Blind-Smelling wäre. Nee. Ach komm. Oh nee, komm. Nee, ist doch scheiße. Das schmeckt irgendwie, das ist ein komisches, unangenehmes Beißgefühl. Oh nee, komm. Ey, probiert's selber. Den Rest könnt ihr meinem Gesicht ablesen. Das ist also, nee, Typ Weißwurst. Also, ganz komischen Geschmack hat das. Nee, aber eher was, wo man sagt, nee, Schatz, ey, sorry, ich rufe den Pizzadienst an. Und nicht, da arbeite ich mich. Habe ich überhaupt null Interesse, das mit Senf zu probieren oder mir irgendeine Variante vorzustellen, in der diese Wurst plötzlich aufspielen könnte und sich zu einem köstlichen Zutatenteil einer Mehr-Menüfolge oder eines komplexeren Gerichts irgendwie hochzuarbeiten. Das ist einfach, bäh, bäh, sorry. Das ist wahrscheinlich so Astronautennahrung, so aus der ersten Generation. Ihr müsst ja was mitnehmen auf dem Mond. Und ihr sollt das Gefühl haben, es sieht zumindest aus wie zu Hause, schmeckt aber nicht so, sondern irgendwie bäh. Bah, das war aber wirklich gar nichts. Und da sage ich euch, je nachdem, welchen Plan ihr, also wenn ihr wollt, dass die Gastfamilie nicht zu euch kommt nach Hause, dann kann ich euch empfehlen, die mitzunehmen. Aber wenn ihr nur zeigen wollt, wie hip wir hier sind, weil auch wir mittlerweile eine vegane Alternative anbieten zu diesem traditionell deutschen Fleischgericht. Ey, macht es nicht. Tut euch einen Gefallen. Es sei denn, wie gesagt, ihr wollt euch ganz, ganz bewusst mitnehmen. Ey, es lohnt sich nicht, zu uns zu kommen. Bleibt mal schön zu Hause, da irgendwie zu etablieren. Ansonsten war das wirklich, das war nichts. Aber vor allem geschmacklich muss ich jetzt mal sagen, nee. Das ist eine 1, weil es eine 0 auf meiner Tafel nicht gibt. Ja, ist schlimm, schlimm, ja. Ihr könnt auch gerne anderer Meinung sein, aber das, finde ich, ist doch wirklich eine Scheußlichkeit in Kunstfleischform. 3,59 Euro kostet auch noch die ganze Packung. Also, nee. Also, dann wirklich, ich sag mal so, so ein Fleischersatzprodukt. Nee, der Satz hätte keinen Sinn ergeben, ich beende ihn nicht. Aber hier kannst du wirklich, ne, komm, was gibt's denn da? Es ist ein Gag. Es ist ein Gag und du kriegst eine 5 für einen Gag.
Ein guter Gag ist immer noch besser als ein schlechter. Oh, Sophia, jetzt bin ich gespannt. Sophia, komm mal bitte hier ran. Du bist ja, du hast es gerade gesehen. Ja. Sophia, und du bist überzeugte Vegetarierin? Ja, schon. Ja, und jetzt sag du mir mal, wie du das findest, weil ich finde, das schmeckt absolut scheußlich. Find's okay. Ich muss sagen, ich habe bessere Weißwurst gegessen schon, vegetarische. Also es gibt richtig, richtig gute. Okay. Hier fehlt mir so ein bisschen der Knack. Ich mag das ein bisschen, wenn die so ein bisschen außen noch mal ein bisschen mehr Konsistenz hat. Aber es fehlt natürlich auch hier, wo man die mal reindippt. Ja, hier, du willst du einen Senf haben, meinst du? Gönn dir. Aber das schmeckt. Also, komm, baller den da mal drauf. Dass du da jetzt sagst, das schmeckt okay. Es ist doch kein Geschmackserlebnis ohne Senf. Also ja, aber ist kein Geschmackserlebnis ohne Senf. Stimmt, aber es gibt Würste, wo du sagst, kannst du auch mal alleine picken. Aber bei der sagst du doch, nee, sorry, dann gehe ich wirklich, da hole ich mir was aus dem Papiermüll und leg's in Wasser ein. Mit Wasser also, und Salz. Also der Senf holt's für mich schon ein bisschen raus. Ja. Also wenn ich jetzt so zum Mittag gehe zu Freunden und dann gibt's das und dann gibt's aber auch den Senf dazu, dann sage ich, ja, war schön. Genau, weil du ihnen kein schlechtes Gewissen machen möchtest. Ja. Weil du ihnen das Gefühl geben möchtest, war schön bei euch und ihr habt euch Mühe gegeben. Aber wenn die mich fragen, empfehle ich denen dann eine andere Marke und sag so, du, also das war ja nett alles. So, aber. Ja, genau. Ja. Und aber lass dich nicht abschrecken, es gibt auf jeden Fall auch gute davon. Richtig geil ist der vegetarische Leberkäse, hast du den schon probiert? Nee. Ja, ich hoffe, das Erlebnis bleibt dir nicht gestohlen. Ja, wir können, ich sehe schon, du hast deine Expertise, es freut mich. Du hast dich, die liebe Sophia, hat sich schon durch deutlich mehr vegetarische Sachen gefuttert, als ich das getan habe. Deswegen würde ich mich sehr freuen. Sophia, solltest du das jetzt noch hören, weil du die Sendung in der Wiederholung anguckst oder nebenan stehst und lauschst, würde ich mich sehr freuen, ja, wenn ich dich vielleicht mal in der Sendung begrüßen könnte und wir würden uns mal gerade mit deiner Expertise durch die guten Sachen fräsen. Und ich würde nicht direkt, weil ich das Schlechteste nehme, abgeschreckt fürs Leben. Das wäre ja auch ganz fein. So, jetzt machen wir noch mal den originalen Münchner Leberkäse, der, wie gesagt, schon so ein bisschen von der Farblichkeit her, dieses britische Tourist, der im All-Inclusive-Urlaub einpennt und sich einen Sonnenbrand holt und den Rest des Urlaubs so tut, als ob es ihn nicht stört. Und in Wirklichkeit ist total, hat sich alles versaut. Aber er will in der Gruppe nicht unangenehm ausfallen. Das so ein bisschen komisch aussieht, den tun wir rein. Und natürlich den bayerischen Pizza-Leberkäse. Ja, da bin ich auch mal gespannt. So, dann hauen wir uns das Zeugs doch mal rein. Ist wieder so ein Schneideding da bumm. Aber hier, sag mal, Vinzenz Murr, das ist doch so eine Kette. Das gibt's doch in Bayern überall, oder vor allem in München. Diese Fleischpflanzerbuden, wo du irgendwie genau all das Zeug bekommst, so auf die Hand. Ich weiß gar nicht, was die eigentlich sind. Ein Feinkostgeschäft, eine Bäckerei, eine Fleischerei, ich habe keine Ahnung. Aber offensichtlich ist das ihr Leberkäse, den sie auch gerne abseits der Freistaatskapitale anbieten. So, der kommt da jetzt mal rein, wird ein bisschen schön ange... Ey, es ist Bestien. So, hier haben wir die kleineren, komm mal, das ist doch schön. Hier aber einen richtigen Batzen, guckt euch das mal an hier, ne? Das ist ein richtig, das sind locker ja so 2 Meter Durchmesser. Schön gebacken, klein und stramm. Das sind ja so die kleinen Stücke, aber ist schwer. 2 × 175 Gramm, ein so ein Batzen hat entsprechend, ja, fast 90 Gramm. 4 Stück sind nämlich insgesamt drin. So, da bin ich mal gespannt. Die werden da jetzt ein wenig anerhitzt, ein bisschen angebraten, gegart ist das Ganze ja schon. Also die Musik im Hintergrund hat jetzt ein bisschen mehr was von der bayerischen Hochzeit, ne? Wo ist die Munterheit? Wo ist die gute Laune? Wo ist der Bud Spencer Soundtrack, den ich jetzt gerne hören würde? Ja, was wir jetzt hören, kommt aus dem Film, der nie gedreht wurde. Pass auf, guter Titel. In den 70ern hätte man den Film gedreht. Doch, kannst du bringen. Weil wir sind ja nicht mehr in den 70ern. In den 70ern hätte man den Film durchaus, vielleicht gibt's den auch. Ich hätte ihn gepitcht, damals, wenn ich jetzt so ein Produzent von entsprechenden Filmen gewesen wäre und hätte diese Musik gehört, würde ich sagen, wir nennen den Film Heut bläst nicht nur das Alpenhorn. Ist okay, oder? Keine Reaktion aus der Regie. Gut, ist meistens... Ich glaube, Johanna macht gerade eine Notiz, dass sie das rausschneiden möchte, ne, aus der Folge. Aber komm, es ist so, hätte man kommen. Ach, ich hör auf. Das kann nicht gut enden. So, wir machen weiter mit dem allseits geliebten Kassler. Ja, ist jetzt so ein bisschen so ein ganzjährig verfügbares Produkt aus der Mikrowelle.
Nichtsdestoweniger wollen wir es hier auch einmal verkosten. Es liegt nämlich, und das finde ich ganz eindrucksvoll, wie eine Scheibe Gehirn in Flüssigkeit. Ich zeig's euch sofort. Ich muss es noch einmal auspacken. Dann lasse ich euch besser sichtbar teilhaben hier. So, passt mal auf. Da seht ihr es. Es liegt auf einem Sauerkrautbett. Ja, sehr flüssig. Aber es ist eindeutig Sauerkraut. Hier ist der Kartoffelpüree. Da bin ich schon mal gespannt. Sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall jetzt nicht, dass man sagt, geil, wie hausgemacht. Aber sieht schon mal ein bisschen besser aus als der aus der Senfsoßenwurstschale. Das Fleisch turnt mich ein bisschen ab. Aber es ist natürlich auch wieder der Unterschied jetzt zwischen, wir haben hier ein gekühltes Fertiggericht, was nicht ganz so lange haltbar ist. Das sind ja Sachen, die ungekühlt sehr, sehr lange haltbar sind. Und oftmals einfach, ja, die halbfrischen, einfach weil sie halbfrisch sind, besser schmecken. Ich stelle gleich nochmal die Pfanne. Ja, fast schon zu salzig. Aber schmeckt deutlich besser. Viel cremiger. Leicht butterig. Ist auch so eine ganz leichte. Ja, ist sehr butterig. Und sehr salzig. Ich hatte gerade gesagt, es soll auch so eine minimale Säuerlichkeit, aber das kann ich mir auch eingebildet haben. Kann man machen. So, ich drehe hier nochmal eben schnell. Oh ja. Es war auch Zeit zu drehen. Ich mache die Pfanne hier direkt mal aus. Vergesse trotzdem nicht, dass das so. Ich spinke sie hier mal ins Sauerkraut rein. Sauerkraut ist auch sehr salzig. Schmeckt aber auch besser. Es ist knackiger als das daraus. Man schmeckt das Original-Sauerkraut einfach noch besser durch. Aber es ist mir auch ein bisschen zu gesalzen. Also, es ist sehr salzig. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich gehe mal hier an die Scheibe, an den Bereich der Scheibe, wo für mich so ein bisschen die wenigste Angst schlummert. Ich sage jetzt mal, wo so der Filet-Gedanken, das ist natürlich totaler Quatsch, aber zumindest vom Schwabbeligkeits- sichtbaren Durchsatz am wenigsten da ist. Ich mag das einfach nicht. Ich bin da kein. Habe ich selber genug. So, also. Ja. Halb zäh. Also, Kassler kann ja auch wirklich lecker sein. Kannst du machen. Sehr bissfest. Aber ist okay. Wie gesagt, ihr müsst es salzig mögen. Das Kassler als solches ist gar nicht mal so wahnsinnig salzig gewesen. Das sind eher die Beilagen, aber es ist dann schon, du schmeckst die Originale halt einfach noch durch. Das ist jetzt kein ganz anderer Sport als das Gericht da. Aber es ist schon eine andere Liga. Also zumindest so eine Liga über der. Bundesliga? Nein, zweite auch noch nicht. Keine Frage. Aber vielleicht so, und er hört schon auf mit meiner Kenntnis um diese hierarchischen Abstufungen im Fußball. Es ist irgendwie, was weiß ich, halt irgendwo Dorfliga versus Stadtliga. So habe ich es jetzt mal gesagt. Und das werde ich jetzt entsprechend auch in Noten festhalten. Auf der Tafel. Da habe ich den Stift hingetan. Wir haben zum einen nämlich gehabt, das Chef Select Kassler. Ja. Ist jetzt auch wieder Messenger-wise. Naja, komm, hält sich in Grenzen. Ja, Kassler, alles gut. Aber trotzdem, das ist. Kriegt von mir eine 4. Und geschmacklich kriegt es eine. Ja, weil das ist schon okay. Das schmeckte dann doch besser, als ich dachte. Eine 7. Aber es ist nichts, wo man sagt, raffiniert. Das muss ich mir regelmäßiger auf den Zahn legen. Ja, und damit sind wir ja auch schon bei unseren Leberkäse-Varianten angekommen. Die wir jetzt mal probieren wollen. Das Brauhausbrühe, das zählt nicht. Käsespätzle, nee, machen wir nicht. Wir machen irgendwann mal so ein geiles Tütenspezial. So, Sachen, die man in einrühren muss
und daraus vollwertige Hauptgerichte herzustellen. Da würde ich sagen, dafür sparen wir uns das auf. Da habe ich nämlich da Bock drauf, das da zu machen. Deswegen kommen wir jetzt noch zum Abschluss einmal hier zu den beiden Leberkäs-Varietäten. Das ist ein richtig fetter Lappen hier. Das ist schon richtig viel Fleisch. Es tut mir leid, die Weißwurst, die brät jetzt, kocht. Weil der Best schon, obwohl ich ihn vor gefühlt 40 Minuten ausgestellt habe, derart nachheizt. Es ist einfach ein gruseliges Material. Gut, also fangen wir an. Das hier ist eben von Vinzenz Murr. Oder wie das heißt? Schreibt gerne mal, ich bin zu faul, es selber zu googeln. Also was das eigentlich ursprünglich ist, weil wie gesagt, ich kenne die, gibt's in Bahnhöfen, in München ja und so überall, wo man sich dann eben so genau sowas holt. Leberkässemmeln, eine Brezel. Was das eigentlich ist. Also, oder was die mal waren, bis sie mit diesen heißen Theken in mein Wahrnehmungsfeld gegangen sind. Schön heiß, ja. Salzig, zerfällt ganz gut. Kaut sich angenehm. Ja, also es kann man essen. Schmeckt nicht schlecht. Schamos, das Pizza. Ja, wie hieß diese exotische Saupreiszeug? Bayerischer Pizza-Leberkäse. Das konnte ja schon mal nicht sein. Ja. Von Hodeck Spezialitäten. Mhm. Morgen haben wir Schädelweh. Zack, 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 zack. So. Gut, drei Eichen. Mhm. So. Ich habe es ein bisschen zu lang angebraten auf der Seite, das ist klar. Aber hier haben wir ja das mit diesen komischen Tomaten und Käse einsetzen zu tun. Mega stramm. Schmeckt echt wie so ein Pizza-Baguette. Wie so ein Pizza-Baguette. Kochsalami. Mhm. Ja, also ich möchte hier schon fast sagen, dass, glaube ich, wenn man das jetzt auch blind essen würde, und ich abstrahiere jetzt mal, dass es gut angebraten wurde hier, würdest du, glaube ich, nicht merken. Also wieder die Frage, was isst du hier? Da würdest du vielleicht von dem Gefühl, dass das sehr fleischig ist und jetzt nicht so brotig, teigig, wie so ein Pizza-Baguette, darauf kommen, es ist kein Pizza-Baguette. Aber ich glaube nicht, dass man geschmacklich sagen würde, weil dieses Pizza-Eske mit der Salami und allem, was da so dazu kommt, den Leberkäse-Geschmack sehr stark dominiert. Ich glaube, bis man da darauf kommt, ach, das ist Leberkäse eigentlich so die Basis. Dauert schon lang. Es ist ganz geckig, möchte ich sagen. Aber auch nicht viel mehr. Also, es ist eine Variante und es ist schön, dass es eine Variante davon gibt, wenn man sagt, boah, ich liebe Leberkäse, aber ich brauche mal was anderes, weil ich habe immer nur Leberkäse, geht ja auch nicht. Und bevor man sagt, man wagt sich noch weiter aus der Komfortzone, nimmt man dann einfach die Variante, die ein bisschen nach Pizza schmeckt. Ja, kann man machen. Aber ich bräuchte jetzt ehrlich gesagt nicht diesen Twist. So, wir haben ein bisschen schön mit dem süßen Senf drauf. Hm? Ja. Machst du Schnapp. Packst du aufs Brötchen drauf. Der schmeckt gut. Das haben wir natürlich nicht den Original-Leberkäse-Vergleichstest. Das wäre dann nochmal so ein kleines Mikro-Special vielleicht. Leberkäse gibt es ja auch noch und nöcher zum Braten. Aber schmeckt gut. Kann man sich gut auf den Zahn legen. Bei dem, ja, der war halt trockener, klar, ein bisschen toter gebraten, bröseliger. Der hier schmeckt aber einfach saftiger, würziger und natürlich auch mehr nach dem, was es ist, Leberkäse. Und er, ja,
Ist halt so ein Mixboy, ne? Ein bisschen trocken, ein bisschen kauig, schmeckt extrem nach Pizza, aber Gerd, müsst ihr echt mal probieren, das war meine erste Assoziation, ob ihr das ähnlich sieht. Und ist damit auch nicht wirklich. Das ist so, ja, sind wir wieder bei dem Bereich. Wir fahren einmal durch Italien, fahren einmal durch Deutschland, gucken mal, was irgendwie so auf dem Teller bleibt. Und zack, oh Wunder, hast du da irgendwie Pizza Leberkäse Edition. Ja, kannst du nicht mehr geben. Geschmacklich war das auch jetzt okay, aber ich würde es mir nicht wieder kaufen. Schmeckt jetzt nicht schlecht. Es ist einfach so ein bisschen, vielleicht entspricht es auch der Erwartung, die man haben kann, wenn man das da liest. Aber einfach nichts, da sagst du nicht, komm, mehr davon. Im Gegensatz zum Vinzenz Murr, Münchner Leberkäse, ist natürlich, er kommt aus München, er kommt von so einem Traditionsunternehmen, was man auf jeden Fall mit Bayern assoziiert. Und damit ist es schon ein Produkt, was so ein bisschen puristischer ist, so nach dem Motto, wenn es jetzt so wäre, ich greife jetzt einen möglichen Test vorweg, wenn man jetzt sagen würde, den besten Leberkäse, den man kaufen kann, den gibt es bei Vinzenz Murr. Und dankenswerterweise haben die den mittlerweile auch im Supermarkt. Ich kann ihn also quasi transportieren. Dann würde man wahrscheinlich schon sagen, wenn das so wäre, jawohl, da kriegst du aus der Kernstadt ein Kernprodukt von einem Kernhersteller, was dann sozusagen ist, oh, bring mir noch mal den Geilen mit. Der ist ja wirklich der Beste. Bei uns kriegen wir den nicht so gut hin. Und damit gebe ich dem hier eine 8. Und geschmacklich ebenso. Denn der war richtig lecker. So. Der kostet auch 67 Cent. 67 Cent kostet er, vielen Dank. Und spielt damit in derselben Liga wie auch das Kassler. Und ist definitiv deutlich günstiger als der Aldi Gut Drei Eichen Pizzeleberkäse. Das ist ja auch echt preiswert, muss man sagen, für so ein Markenprodukt. So, wir haben Aufregendes gegessen. Ach, den Alpenhain Obatz, da schaffen wir nicht mehr. Willst du den nicht nochmal kurz probieren? Nochmal kurz so reindippen mit so einem Stück Brezel. Nochmal probieren und dann schön Ende. Ich wusste es. Ich habe vor der Sendung schon festgestellt mit Johanna, dass das das Produkt ist, wo ich wieder so aus meiner Komfortzone raus muss. So wie die Mock-Turtle-Suppe, die ich damals nicht gegessen habe. Weil ich einfach, ich mag keinen Camembert. Und Obatzda, ist das nicht so ein Obatzda? Ich weiß es nicht. Obatzda? Gresti steht drauf. Hurra. Okay, es riecht zugegebenermaßen nach fast nichts. Ein ganz bisschen nach Beckenrand. Also im öffentlichen Schwimmbad. Aber es riecht nicht extrem. Okay, gut, ich gehe nur für dich, mache ich das noch mit. Aber die Magikäsespätzle, auf die verzichten wir heute, ne? Da sind wir uns ja einig. Ich nehme mir noch mal so ein bisschen Aperitif und probiere mal den ersten Oberster meines Lebens. Camembert, wie gesagt, das ist ja so ein Staubkäse, der mir gar nicht gut mundet. Da ist doch Kümmel drin. Boah, ist doch richtig reichlich Kümmel drin. Boah. Schmeckt aber ganz gut. So eine leichte... Danke. Camembert-Herbheit, möchte ich sagen. So durchaus cremig. Und, aber es ist Kümmel, ne? Da ist Kümmel. Aber ja, Kümmel als bekanntes Kippgewürz in Maßen genossen, kann das so einen gewissen Twist reinbringen. Aber so ein richtig, so ein Kümmelbrötchen, das ist nichts für mich. Das ist mir zu krass. Aber schmeckt nicht so scheiße. Kann man mal machen. Muss ich zugeben. Hat die Angst, hätte mich fast davon abgehalten, wenn ich Johanna beherzt eingegriffen hätte und mir quasi keine Alternative gelassen hätte, hier noch mal ranzugehen. Das war nicht schlecht, gebe ich zu. Ich kann es jetzt nicht so genau. Ja, das ist dann wieder so, oh, Batz, da, also, ja. Doch, nimmst du mit. Aber was nimmst du dann mit? Dann bringst du aus dem Norden, bringst du irgendwie eine eingelegte Heringe mit. Also, ich glaube, es steht eher für was Kleineres, für was Lokaleres, als so manch anderes Produkt. Also, als sinnbildlich die Brezel zum Beispiel. Aber lässt sich gut transportieren. Aber ist, wie gesagt, eher so, ich glaube, nicht ganz so, wie soll ich sagen? Es vereint nicht so viel Repräsentanz bundesweit wie das Symbol der Brezel. Ich glaube, da können sich sogar Neudeutsche besser hinterfinden
als hinter dem Oberst da. Was bedeutet, wir geben hier eine 5. Und geschmacklich, ich bin immer noch überrascht, eine 7. Das war gut, das war lecker. Muss ich mir jetzt noch nicht den ganzen Tag auf den Zahn legen. Mein Kopf rattert gerade noch so ein bisschen. Der will nicht ganz wahrhaben, dass es nicht so schlecht schmeckte, vor dem, wo ich so große Angst davor hatte. Kennt ihr vielleicht. Deswegen ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich bin froh, dass ich es probiert habe. Und ihr möglicherweise auch, wenn ihr ähnlich gabelfein seid, wie ich das manchmal bin. So, kommen wir zum Ende. Wir haben fantastische Sachen, haben wir ausprobiert hier. Wir haben ein ordentliches Radler gehabt. Wie gesagt, das war mir ein bisschen zu süß. Aber sonst war es durchaus trinkbar. Die Käsespätzle werden ihren Auftritt noch finden. Was haben wir hier gehabt? Wir hatten sehr, sehr leckere Sachen. Teilweise zum Beispiel den Leberkäse, der gut war. Wir hatten den Versuch, mit der veganen Weißwurst ein Traditionsgericht umzusetzen, wo wir dank Sophia wissen, dass es das nicht nur in dieser einen Variante von Green Force gibt, sondern dass es das auch deutlich besser gibt. Weil das war wirklich ein mittelschweres Desaster für mich, muss ich einfach so sagen. Wir hatten den Versuch, Fertiggerichte für die Mikrowelle zu machen, die okay waren, aber auch, naja, halt nicht spektakulär. Und da fragt man sich schon nicht, warum gibt es das nicht ganzjährig im Spezialitätenregal. Wir haben eine Variante vom Leberkäse gehabt mit so Pizzageschmack, die aber eben genau das ist. Eine lustige Laune der Kulinarik, aber nicht zwingend. Ein Gast, der gerne bleiben sollte. Ja, und dann haben wir natürlich vor allem das gehabt, was als Messenger, für als Gastgeschenk, als Repräsentant für deutsche Kulinaristik vielleicht hier mit am besten steht. Das ist die Brezel in Form und das Laugengebäck als kulinarische Grundlage. Beides schmackhaft. 8,8, auch in Form der Laugenstange, es tut mir sehr, sehr leid. Aber wenn ihr was mitbringen müsst, nehmt die Brezel, dann macht er nichts falsch und es wird höchstwahrscheinlich auch noch schmecken. Interessant, durch die Fleischsalate haben wir uns gefräst einmal. Die Unterschiede sind vorhanden, teilweise deutlich, für mich vor allem geschmacklich sehr, 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 sehr unterschiedlich. Aber sicherlich auch damit genau das Geschmackssache. Ob ihr es also fleischiger mögt und weniger sauer, ob ihr es lieber cremiger mögt und fleischlich reduziert, das hat sehr, sehr viel mit eurem persönlichen Geschmack zu tun. Und auch wie ihr damit umgeht, wie viel Fleisch denn in einem Fleischsalat ist, ist sicherlich auch der Erwartungshaltung geschuldet, die man an so ein Produkt persönlich stellt. Ja, ich persönlich bin mit dem Mayo Lübeck Salat am besten gefahren und der hatte am wenigsten Fleisch, abseits derer, die gar kein Fleisch drin haben. So, ja, und das war's immer wieder, ne? Das können wir heute hier mal. Ah, ja, mir fällt auch nichts mehr ein. Mein Bayerisch ist eingerostet ein bisschen in den letzten 2 Stunden. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Vielleicht habt ihr noch ein paar Meinungen, könnt ein paar Fragen, die ich gestellt habe und die ich mich nicht mehr erinnere, beantworten in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Dann erfahrt ihr natürlich auch, wenn ihr die Glocke noch bimmelt, wann Videos dieser Art bei uns denn wieder hochgeladen werden. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Und natürlich auch der Rocket Beans Supporters Club. Das ist für euch die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten ja, so ein wenig zu schauen. Oh, wir wollen uns mal was Gutes tun, damit wir Sachen wie diese Sendung hier umsetzen können. Den Link bekommt ihr da unten natürlich eingeblendet. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr merkt, ich bin kulinarisch und von der Sprache her wirklich am Ende. Ich bin durch für heute. Ihr auch. Ich würde sagen, habe die Erde. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt Löffelmesser-Gäbel, die Angst ist mit.